Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, Seven vs. Wild Folge 4 ist draußen. Ich freue mich unfassbar doll, mit euch jetzt zusammen reinzuschauen. Guckt auf jeden Fall, falls ihr noch nicht getan haben solltet, meine Reaction zu der letzten Doku-Folge an. Die Behind-the-Scenes-Reihe von Dave, auch in meiner Seven vs. Wild Reaction-Playlist verlinkt. Dort haben wir immer coole Background-Infos und ich freue mich jetzt sehr auf die allererste Nacht. Es wird heavy, es wird bedrohlich für den einen oder anderen Kandidaten, weil am Abspann der letzten Folge haben wir schon gesehen, dass es am Anfang zu regnen hat. Und Otto hat auch schon in der letzten Folge gesagt, die Wolken da oben sehen aber nicht gut aus, wie sie sich auftürmen. Das sieht nach Regen aus. Wir wissen, einige von ihnen haben kein regengeschütztes Konstrukt gebaut bis jetzt. Unter anderem Knossi, der wirklich komplett offen rumliegt. Ich bin super gespannt, wie es wird. Und ja, ich will gar nicht so lange labern. Wir schauen direkt rein. Folge 4 ist draußen. Ich bin gehypt, Freunde. Ihr seid gehypt. Let's fucking go. Anderthalb Stunden wieder Spielfilmlänge. Let's go. Woher weißt du, ob Wasser sicher trinkbar ist? Richtig, kannst du nicht wissen und aus dem Grund kochst du es ab oder filterst es. Im Internet bist du auch nicht sicher, denn genau das hat Fritz bis jetzt nicht gemacht. Aber er ist trotzdem safer als der ein oder andere bis jetzt das Wasser getrunken. Jede Website, die du besuchst, kann deinen Standort ermitteln. Das können Cyberkriminelle ausnutzen, deine Daten stehlen, dich aufspüren oder sogar eine Malware in dein System einschleusen. Nicht gut. Sponsor der heutigen Folge ist NordVPN. Und NordVPN verschlüsselt dein Internetsurfen auf jeglichen Endgeräten. Es wählt sich dabei in verschiedenste Server weltweit ein, um deinen Standort geheim zu halten. Und somit kannst du dich beim Surfen durchs Internet wieder sicher fühlen. Lad dir NordVPN auf deinen PC, Mac oder Smartphone herunter. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und bei meinem exklusiven Deal erhältst du das Sicherheitspaket von NordVPN plus 4 Monate kostenlos auf bis zu 6 Endgeräten. Da hätte man ja auch mal 7 Monate machen können. Ganz ehrlich, bei Seven vs. Wild, Frechheit. Und gleichzeitig. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Seven vs. Wild. Ey Fritz, ich freue mich doch. Ich hab Feuer gemacht! Da ist ein Hai. Seht ihr den? Seht ihr die Flosse? Junge, das mit dem Hai war so geil. Knossi hat Feuer gemacht, das war so geil. Letzte Folge war richtig, richtig geil, Mann. Holy shit. Mittlerweile bin ich dabei, ein Shelter zu bauen. Dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie irgendwo in Sicherheit komme. Fuck! Jetzt habe ich ein Ding. Stimmt, am Ende bei Fritz. Das hat ja auch bei Fritz alles gar nicht mehr geklappt. True, 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 true. Hier ist das Problem. True, ich habe keine Zeit, jetzt hier noch großen Shelter zu bauen. Vielleicht schaffe ich es irgendwie. Grünzeugs. Drauf. Dass sie irgendwie halbwegs. Sascha sehr durchgezogen noch, muss man sagen. Letzte Folge hat Sascha sehr, sehr krass durchgezogen, muss man echt sagen. Junge, ich bin gehypt. Let's fucking go. Folge 4. Tag 1, 17.37 Uhr. Okay. Wir fangen direkt bei Sascha an. Oh, Junge. Erste Nacht. Ich bin so gehypt. Ah ja. Oh Gott, Junge. Er ist einfach Tarzan, Junge. Tarzan fühlt sich wohl im Dschungel. So schaut es aus, Freunde. Ah, es ist schon wild. Ah, es ist schon wild. Bis Depper. Geil. Geil. Ey, mir taugt so. Wo diese Energie herkommt, so happy. Bei Sascha, ja, das ist richtige Stimmungsschwank eigentlich. Ja. Man muss wirklich immer versuchen, den Mut so hoch wie möglich zu halten. Nicht aufzugeben. Den Wandermut auch. Wenn was nicht klappt, weitermachen. Safe. Klappt's wieder nicht, weitermachen. Klappt's wieder nicht, Plan B. Ja. Die ganze Sache da hinten für alle eingegraben. Boah. Ja, das kann. Sieht noch bad aus. Werden. Bis jetzt ist es okay. Ist es ein Vogel oder ein Käfer? Jo, Vogel. Brudi. Vogel eher. Was ist los? Eher ein Vogel. Krass. Hey, what the fuck is this? Ich würde sagen Vogel oder Käfer, aber eher. Zigmette-Schlange oder was? Aber eher Vogel. Boah, scheiße mir. Krass. Das doch hätte rausgeschlopft. Naja. Coconut, man. Seht ihr das? Ist noch was drin? Ich glaube, die ist schon zu holzig. Aber ich glaube, diese Kokosnüsse macht man nicht mehr mit der Machete auf, sondern. So ein Spitz macht man sie da. Ich nutze jetzt ja einfach das Teil da. Smart. Schau mal, ob es geht. Digga, einfach. Arnold Schwarzenegger, Junge. Befürchtest du nichts, Mace? Ich weiß nicht, ob der Stein zu stumpf ist. Wir haben das bis jetzt im Survival-Training bei Dave auf dem Kanal mit so einem spitzen Holzpflock quasi gesehen. Da war das nach zweimal raufhauen offen, das Ding. Und hat deutlich weniger Energie verbraucht als ja. Sascha jetzt. Ja. Oh mein Gott, er reißt sie auseinander einfach. Oh. So ja. Ein Tier, Digga. Wo? Ja! Ja! Geil. Ich bin gespannt, ob Teilnehmer sich gegenseitig hören werden. Geil. Ich glaube, ich bin. Da.
Geil. Geil. Krass. Geil. Krass, er zieht direkt sogar ganz auf. Kosten. Riecht nur lecker. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich glaube, die könnte noch ganz gut sein. Also wir wissen, wenn sie so braun ist, ist das Wasser schon relativ ölhaltig. Ja. Okay, aber scheint noch gut zu sein. Schmeckt so gut. Scheint gut zu sein, geil. Boah. Wichtig. Das ist mein Abendmahl. Fett, Kohlenhydrate. Warte, muss ich aufmachen komplett. Wichtig. Aber dann ist finster wahrscheinlich. Ah, die gönne ich mir jetzt noch. Geil. Geil. Hat er sich geil, verdient. Geil, 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 geil. Hat Sascha sich so verdient, Junge. Holy shit. Da scheint auch sehr viel Wasser drin gewesen zu sein. Geil. Yes! Yes! Ach so, genau. Das wollte ich euch noch zeigen. Kann man sogar essen. Geil. Das ist super wichtig für ihn. Komplett genießbar. Mentally für ihn einfach. Trinken und essen. Geil. Weil er hat so viel gerade gemacht hier. Er hat sich so abgerackert, abgeackert, ja. Und hatte so ein kleines Tief auch gehabt, wo alles nicht so funktioniert hat. Da ist sowas natürlich für den Kopf einfach super wichtig, glaube ich. Geil. Also, da sind die Kalorien, die ich unbedingt brauche. 100%. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch eine zweite Kokosnuss finde. Aber 800 Kalorien hat eine Kokosnuss. Also komplett aufessen, morgen zum Frühstück weiter. Nichts verschenken. Geil. Geil. Boah. Ich frage mich gerade, was Knossi macht. Oh, wir haben gerade Knossi gesehen, ja. Der schreit in der Hoffnung, dass er mich hört. Muss ich noch machen. Knossi, Bruder! Kurr! Ey, das wärmt mein Herz gerade so auf. Bade! Vielleicht hört er mich, vielleicht hört er mich. Hoffentlich gibt's ihm Hoffnung. Hoffentlich ist er noch am Start. Hoffentlich läuft's bei allen. Hoffentlich läuft's bei allen. Das hat mein Herz gerade richtig erwärmt irgendwie. Diese Bromance zwischen Sascha und Knossi. Das war richtig schön. Wir haben alle gehofft, dass Sascha auch noch dran denkt an Knossi. Nach diesem richtig schönen Ende der letzten Folge mit Knossi quasi. Das war so schön, letzte Folge. Freut mich, dass Sascha dran gedacht hat. Und ihm auch ein Schrei hat zukommen lassen. Ja? Ob der angekommen ist oder nicht, ist egal. Einfach schön für uns zu sehen, die beiden. Fritz gebaut haben. Mit einer Machete. Geil. Wahrscheinlich schon doppelstöckiges Hochhaus. Fritz hat gar nichts gebaut bis jetzt tatsächlich. Gar nichts. Ja. Wir gehen direkt zu Sabrina. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt auf ihren Shelter. Der war noch ein bisschen wackelig. Das war gerade echt eine schwere Geburt. Das zweite Feuer. Aber es hat geklappt. Die Kokosfasern, die ich benutzt habe, ich weiß nicht, ob die nicht trocken waren, aber die haben überhaupt nicht gebrannt. Beziehungsweise das erste richtige Feuer, könnte man sagen. Und ich saß jetzt hier bestimmt eine halbe Stunde aber strong. Und habe gewartet, geil, bis das Feuer angeht, aber es ist an. Ich werde mich jetzt darum kümmern, dass es ein sicheres Feuer wird. Und dann werde ich versuchen, wahrscheinlich wird das dann schon im Dunkeln sein, aber mich nochmal so ein bisschen frisch zu machen. Die wirkliche Hygiene kommt dann eher morgen früh. Ich aber glaube smart. Sogar tatsächlich, auch wenn dieses Bett einfach absoluter Müll ist, glaube ich sogar, dass ich heute Nacht ein paar Augen zubekomme, weil ich so kaputt bin. Crazy Start. Aber cool. Darüber wir haben das erste richtige Feuer. Happy. Das sieht echt, das wird auch eine lange Zeit an sein, glaube ich. Erlebnis und macht gut. Mich sehr glücklich. Safe, auch mentally wichtig. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass es auch so bleibt. Leute, was soll ich sagen? Oh, scheint aus da zu sein, hinten am oder? Horizont hat es gerade geblitzt. Ich hoffe nicht, dass mich heute noch ein übelstes Unwetter erwartet heute Nacht, weil dann habe ich echt ein auch Problem. Unangenehm im Wald. Dann kann ich mich wirklich nur irgendwo unterstellen und hoffen, dass ich irgendwie diese Nacht überlebe. Ich merke, es wird eine Horrornacht und die 7 Tage werden richtig, richtig hart. Ich bin echt mal gespannt, wie es den anderen Teilnehmern geht, ob die ein Feuer hinbekommen haben, ob die ein einigermaßen sicheres Shelter hinbekommen haben. Also alle beiden Sachen weder noch. Also Shelter, manche mehr, manche weniger. Feuer bei gar keinem Prio bis jetzt gewesen. Knossi hatte kurz eins an. Shelter-Situation am allerbesten bei Otto und bei Nova aktuell. Ich denke tatsächlich gerade echt am meisten irgendwie an die anderen, wie es denen geht, ob es denen gut geht, ob sie den ersten Tag gut überstanden haben. Ja. Ich scheine tatsächlich gerade relativ Glück zu haben mit meinem Spot, den ich mir hier ausgesucht habe. Also, ja. Man sieht nicht, Shelter. Das ist so dunkel. Okay. Bei Richtung Strand sind die Steine schon richtig dunkel. Also, da sind die Steine okay. Vom Regen richtig nass. Und ich habe hier nur vereinzelt mal so ein paar Tropfen, die durchkommen. Aber es wird anfangen. Weil ich
nach oben hin scheinbar relativ viele Blätter und Bäume über mir habe. Aber geil, freut mich für Sie. Freut mich. Die sind allerdings so licht, dass ich einfach mal hoffe, dass da nichts durchfällt. Also kein Ast mir auf den Kopf fällt und es jetzt nicht so windig wird. Weil ansonsten muss ich doch noch mal ein bisschen mir einen sicheren Platz suchen. Aber ansonsten bin ich ganz happy, dass ich von dem Regen hier auf jeden Fall nichts abbekomme. Ja, aber ich kann auch gerade nicht mehr am Feuer sitzen. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, in meinem super bequemen Bett, was nicht mal durch Blätter gepolstert ist. Ey, ich hoffe aber echt, dass der Regen so richtig erst morgens kommt, weil in der Nacht wäre schon echt heavy, Mann. Irgendwie versuchen, ein bisschen die Augen zuzumachen und zu entspannen. Safe. Selbst wenn es nur Dösen ist, da bin ich auch schon happy. Gute Nacht. Krass, Sabrina hat voll weiße Zähne, ist mir gerade aufgefallen. Die hat super weiße Zähne, oh shit. Nova, okay. Ich bin sehr gespannt bei Nova. Ich bin super gespannt, Mann. Hi, Leute. Hallo. Es ist super, super, super schnell wirklich stockdunkel geworden. Es ist echt super dunkel, holy shit. Ich habe echt nicht so mitgerechnet, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich war die ganze Zeit beschäftigt und habe mir jetzt, das seht ihr jetzt glaube ich nicht, das muss ich euch vielleicht morgen zeigen, aber das ist so ein sehr behelfsmäßiges, ein Shelter. Ihr seht echt gar nichts. Oh, doch, man sieht es, doch. Also hier habe ich so, okay. Es ist, Leute, also das will ich. Warte, ich gehe hier mal einmal rum. Der Stuhl darf nicht fehlen, wichtig, der Campingstuhl. Das will ich. Traurig. Aber ist nicht schlecht, aber sie hat hier einen Biwaksack. Das ist traurig, Mann. Ja, es ist aber so. Okay. Es steht was. Ich habe so Schaumstoff gefunden. Oh mein Gott, der ist richtig geil, glaube ich, zum Schlafen. Das habe ich so in eine Reihe gelegt, beziehungsweise, ja. Und das, also ich schlafe auf Müll und das hier ist mein super tolles Konstrukt hier. Ich hätte nur Angst, dass halt die, weil das sieht noch nicht so stabil aus mit den Hölzern, dass die runterknacken auf sie in der Nacht. Herzinfarkt und Concussion, Gehirnerschütterung eventuell, je nachdem, wie schwer die sind. Ja, auf der Seite habe ich es ein bisschen mehr gemacht. Wobei es sieht, es geht schon hier, glaube ich. Auch die Palmen geht sind. So. Und ich halt Angst habe, von der Kokos zerschlagen zu werden, weil nass ist zu sein, ist ja eigentlich eh egal. Und ja. Krass, erste Nacht. Das ist schon ein bisschen gruselig. Besonders was die Geräusche und so angeht. Ich hätte gerne früher mit meinem besten. Ich muss gerade irgendwie daran denken, dass Nova so eine Elfe ist und das hier einfach wie bei Zelda so eine Elfe gerade ist, die zu mir spricht und ich versuche so eine persönliche Bindung zu dem Licht gerade aufzubauen. Ich habe einen Shelter angefangen. Ich habe das ein bisschen überschätzt, einfach aufgrund dessen, dass ich halt mir gedacht habe, so oft ich habe einen Biwaksack. Aber auch das kriege ich hin. Ich glaube, ich werde aber einfach pennen gehen. Beziehungsweise versuchen zu pennen. Ich bin echt gespannt. Keine Ahnung, wie mir das gelingen wird. Wer wie gut schlafen kann. Ich habe das ein bisschen verkalkuliert. Ich habe lieber hier irgendwie Kokosnüsse aufgemacht und sonst irgendwie was gemacht. Anstatt mein Schild irgendwie zu bauen, weil es doch nicht so krass mit dem Biwaksack vielleicht ist. Ich werde es sehen. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch irgendwie eine andere Lösung. Also vielleicht so eine selbstgebastelte Hängematte oder sonst irgendwas. Aber ich hätte im Moment ein bisschen Zeit und naja. Boah, ich habe so Paranoias, ne? Ich habe wirklich sehr starke Paranoia. Ich hätte dass, auch. Weiß ich nicht. Hier irgendwas ist, irgendwas vor allem, oder so. Vor allem hätte ich Angst. Du siehst nichts. So, ich versuche jetzt irgendwie zu pennen. Hey, wir haben gerade so voll das Girl-Sleepover mit Nova, so. Hi. Ich habe eben wirklich in einer Stunde mit meinem Biwaksack gekämpft. Es war wirklich, wer hätte das gedacht? Oh, ein Biwaksack, wo alle sagen, dass es eine scheiß Idee ist und es ist ein Meme-Gegenstand, der entpuppt sich halt tatsächlich etwas anstrengend. Aber. Kacke. Aber, okay. Aber, Rhabarber. Es hat noch nicht geregnet. Und vielleicht werde ich mir dann sagen, boah, Biwaksack, da werde ich mal gucken. Aber ich glaube, ich bin sogar eins davor, jetzt noch alles umzupacken und darüber zu gehen und mich da in die Fischernetze reinzulegen, die ich mir da so zusammengebunden habe. Oh. Weil ich habe da heute Mittag einmal Probe gelegen. Das war richtig geil. Das war richtig geil. Aber ich habe auch gehört, dass, glaube ich, bei der dritte Tag so ein bisschen das Schlimmste ist. So vom Mindset her, vom Feeling her, einfach so von der ganzen Situation. Und deswegen mache ich das so, weil morgen ist ja der zweite Tag. Also wenn ich dann morgen gut schlafe und mich da drüben hinlege, dann bin ich so knapp am dritten Tag. Und dann okay, smart. Ja.
Ja, krass. Aber nur, ich glaube, die erste Nacht ist bei jedem schwierig, bei jedem. Man denkt an alles, man denkt, mache ich es richtig, sind die anderen weiter, regnet es, was ist in der Nacht, erste Mal draußen schlafen vielleicht so für manche. Erste Nacht ist egal, wo du bist, wie perfekt die Voraussetzungen sind, du wirst nicht gut schlafen können, sage ich. Erste Nacht wird schwierig sein einfach, egal. Es ist der erste Tag von Seven vs. Wild, Panama Edition, ist rum. Ich versuche halt irgendwie jetzt schlafen zu können, das ist halt alles echt gerade ein bisschen doof. Ich fange jetzt schon an durchzudrehen. Schwierig, Mann. Ups. Aber Nova auch sehr weiße Zähne, krass, Alter. Kuna. Fritz, Herr Meinecke, was hast du dir als Shelter jetzt überlegt, Fritzi? So, Leute. Fritz. Es ist jetzt wirklich irgendwie improvisiert. Ja. Es ist mittlerweile dunkel. Und ja. Ich muss Show me. Zugucken, dass ich zumindest mal vom Boden wegkomme. Ich Show me what you got. Kein Dach bauen heute. Okay, ja. In der Hoffnung, dass es nicht regnet. Wenn es regnet, dann werde ich nass. Scheiß drauf. So, ich habe hier so ein leicht erhöhtes Gestell gebaut. Zumindest vom Boden weg. Okay, zwei Längsträger und wollte jetzt hier, keine Ahnung, ob das klappt, mit Bambus so eine Art Bettrahmen bauen. Also, dass das hier, zack. Das ist direkt dieser Kontrast bei Nova, auch wenn sie auch harte Probleme hatte, sah es gerade richtig kuschelig aus, richtig warm, eingekuschelt, eingemuckelt. Und mir ist gerade nochmal bewusst geworden, Fritz hat nur seine Machete da und Holz. Ich dachte gerade, oh, ungemütlich, aber womit deckt er sich denn gleich zu, so wisst ihr. Fritz hat halt nichts, er hat legit nichts, er hat halt diese Netze, die er gefunden hat, die wird er irgendwie benutzen auch. Aber wisst ihr, es ist halt einfach Holz, ne, was er hat und eine Machete. Bis jetzt. Zack, zusammenhält. Sieht schon mal gut aus. Das sieht stabil aus auf jeden Fall, muss man sagen. Das Ganze noch auf der anderen Seite. Das ist smart. Ist jetzt wirklich einfach nur ganz schnell gemacht. Das gewinnt kein Schönheitsbastelwettbewerb. Aber Hauptsache es funktioniert. Warum habe ich jetzt zwei so eine Klemmen gemacht? Ich wollte mal gucken, ob ich das hier vielleicht mit all den Schnüren, die ich jetzt gesammelt habe, irgendwie ein bisschen weben kann. Um mich dann da gepolstert reinzulegen. Weil jetzt hier irgendwie ein riesen erhöhtes Bett mit Polster und keine Ahnung was, kriege ich nicht hin. Schaffe ich zeitlich nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier nur Stöcke übereinander mache, wird das bretthart. Ja, ja. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich das jetzt hier lang webe, mit all den Schnüren, die ich habe, einfach komplett dicht machen, dass ich dann so eine leichte Dämpfung habe und wenigstens ein paar Stunden schlafen kann. Ah, okay, okay, so will das machen, okay. Ich glaube nicht, dass es reicht. Was witzig ist. Ich glaube nicht, dass es dunkel ist. Ich glaube nicht, dass er genug... Fängt es überall an zu krabbeln. Überall laufen kleine Schiebschen rum hier. Deshalb braucht man hochheben. Da war eben eine Spinne auch noch. Hier, ein krass. Siedlerkrebs. Ja, okay. Ist alles voll. Irgendwelche Heimchen, Heuschrecken. Hier ist es schon großer. Na, komm, zeig dich mal hier. Die sind echt überall. Das ist voll damit. Kurz, ne? Hallo. Ach, da kommt sogar raus. Also, wie gesagt, das ist nur eine improvisierte Schlafstelle für heute Nacht. Ich will die Tage auf jeden Fall noch was Geileres machen. Schönes Camp bauen. Aber... Fritz wird auch wieder schnitzen. Fritz wird irgendwas Schönes schnitzen. Ich hab's nicht auf der Kamera. Aber dort oben, boah, ihr seht's auf der Kamera gar nicht, ne? Scheiße, doch, da seht ihr den Mond. Ja. Dort hinten ist es jedenfalls noch so ein bisschen blau. Vielleicht sieht man das, wenn man die Belichtung so krass hochzieht bei der GoPro. Und da hat's gerade geblitzt. Ich hab mir 7 Tage richtiges Abfuckwetter gewünscht. Und ich hab das Gefühl, ich krieg's. Also, wenn das regnet... Scheiß dann ist drauf. Vorbei, Regenjacke für alle schwierig. Dann ist für alle echt schwierig. Das ist dann einfach so. Da hat niemand gewonnen. Heißt aber, dass ich dann morgen die Prio darauf setze, auf jeden Fall ein geiles Camp mit einem geilen Dach zu bauen. Sollte passen. Trinken habe ich, Essen habe ich durch Kokosnüsse. Ich finde schön, wie man bei Fritz immer seine Nase und sein Bart jetzt einfach so rausstechen sieht. Ich bin schön Platz. Dann geht's los. Okay. Ah, ey, das sieht überraschend gut aus sogar. Okay, das sieht überraschend gut aus. Okay. Krass. Die Frage ist, wie stabil das ist. Das Wichtige ist ja jetzt eine gleichmäßige Belastung. Oh, bitte funktioniert. Ich würde mir so wünschen, dass es funktioniert. Das sieht nicht gut aus, oder? Oh, yes. Komm. Also, geil ist es noch nicht, weil es doch sehr... Das schneidet halt in die Haut rein. Körper so drin zieht, da wo die Safe, ja. Schnüre sind, aber... Es hält krass. Schon mal. Aber gut, smart. Jetzt vielleicht hier gerade im Beckenbereich
Noch mehr. Noch mal ein paar mehr spannen, glaube ich. Bisschen was habe ich noch. Ey, aber ich hätte nicht gedacht, dass eine Sekunde, bevor die Kamera gerade anging. Dass es funktioniert. Ist hier einfach die übelste Fledermaus oder so ein Flughund über mich lang gesammelt. Also, ich habe gerade nochmal wieder Zeit investiert. Mhm. Und habe ganz viele neue Strippen dazwischen geknüppert. Also jetzt in so einem Abstand von, weiß ich nicht, 5 bis 10 Zentimetern. Na, sind unter 10. Und habe noch meine Regenjacke jetzt drunter gelegt. Und ich muss sagen, es ist richtig gemütlich. Boah, krass. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich... Dass er sogar sagt, richtig gemütlich. ...das Knäuel noch ein bisschen weiter aufmache, vielleicht morgen sogar noch mehr Schnur finde und das noch eine doppelte Lage dichter mache, also quasi in diese Zwischenräume hier nochmal jeweils eins dazwischen knote, Alter, dann ist das hier aber richtig Luxus. Also die Shelter-Situation von Fritz hat sich auf jeden Fall krass verbessert, muss man sagen. Für so spontan, wenn er sagt, es ist wirklich gemütlich, natürlich gar nicht wind- und wettergeschützt, logischerweise, aber okay, I take it. Jetzt eigentlich schon. Geil. Joris, ich bin sehr gespannt. Joris. Ich lege mich jetzt gleich in mein Schlafgemach und hoffe, dass ich das irgendwie so rangiert bekomme, dass ich keine komplette Rückenverspannung bekomme. Ja, und wenn kriegt ich das jeder, glaube ich. Rückenschmerzen wird jeder mit aufwachen. Am nächsten Tag. Aktuell geht es mir super. Ich denke, bis jetzt sind alle Teilnehmer noch drinnen. Oh, ey, das finde ich cool. Das ist geil von Joris, Junge. Das finde ich eine coole Sache von Joris. Das würde ich mir auch, jetzt wo, ich habe es gar nicht gecheckt, aber voll cool. Die Einschätzung von anderen. Oh, wie geht's dem gerade? Hat man ja bei Sascha am Anfang kurz gesehen. Ich glaube, es sind noch alle drin. Ich glaube, der wurde schon abgeholt. Das ist super interessant, seine Einschätzung zu hören. Ich glaube aber, super dass cool. jetzt langsam die erste Panik bekommen. Ja, hat man bei Nova Nacht gesehen. Draußen, die erste Nacht im Dschungel. Hat man bei Nova gesehen gerade. Ja, ich würde Geld dafür zahlen, jetzt zu sehen, wie es einem Sascha geht. Ja. Wie es einer Nova geht. Wie es einem Knossi geht. Safe, Junge. Aber auch, wie sich Otto schlägt mit seinem, mit seinen ja, Beschwerden, die er vorher hatte. Ja. Das ist wirklich krass. Ich glaube, Sabrina schlägt sich gut und Fritz, das ist, der beißt durch. Der freut sich, dass cool, er die Einschätzung zu hören. Von Joris. Super cool. Ich habe ein paar Gedanken dazu super gemacht, während ich nicht schlafen konnte. Was für ein Dachgestell ich jetzt bastle. Denn wie gesagt, es hat ein bisschen angefangen zu nieseln, nicht arg, nicht so, dass ich jetzt nicht hätte weiter schlafen können. Mhm. Aber mir war langweilig. Also habe ich mich dazu entschlossen, einen A-Frame zu planen. Problem, mein gesamtes Gestell ist relativ hoch. Ich werde den A-Frame nicht weit über mich drüber schauen lassen, aber durch das, dass es so hoch ist, und zwar deutlich über Hüfthöhe, muss dieser A-Frame sehr hoch sein. Beziehungsweise nicht hoch, aber die Äste dafür müssen relativ hoch sein. Und das stellt mich vor die nächste Problematik. Wo bekomme ich genügend passende Hölzer her? Krass, ey, alle gehen schlafen und Joris denkt sich, ich kann nicht schlafen, ich hack noch mal ein paar Äste ab, baue mein Dach schon mal halb fertig. Das ist krass, Junge, okay. Ah, da kommt was Milchiges raus. Das mag ich nicht. Und es ist sehr, sehr hart, das Holz. Gut, also wir haben jetzt hier und hier nochmal zwei Äste. Die sollten einigermaßen gute Länge haben, um das Projekt fortzuführen. Dafür muss ich jetzt noch entasten. Mich hat es hier, als ich da oben drauf umgeklettert bin, einmal fast runtergehauen, weil ich mich an einer Wurzel festgehalten habe, die einfach schon morsch war. Das sieht man in der Nacht nicht. Also es ist wirklich, wirklich gefährlich. Ja. Einmal doof aufkommen, einmal irgendwo doof reinrutschen und dann ist halt auch irgendwas kaputt. Ja, nichts passiert, hab mich gut abfangen können, aber... Ey, Glück gehabt, er hätte hier auf diese nackten Steine irgendwie oben hängst du hier mit dem Bein fest, knallst runter mit dem Kopf hier drauf, dann war's das aber doppelt und dreifach. War schon wieder sehr kritisch. Schade, dass die Kamera nicht lief. Genau. Das ist wirklich Joris. Er kommt nicht aus diesem Bereich, aber er denkt wie ein YouTuber, Junge. Er denkt direkt dran, boah, schade, dass die Kamera nicht lief, bin gerade fast gestorben, aber schade, schade, dass die Kamera nicht lief, wirklich. Aber Macher. Jetzt geht's hier ran, einfach ein paar Äste abhacken. Auch hier Machete so, deutlich stärker als die auch, von das Fritz. T-Shirt nicht kaputt machen. T-Shirt übrigens halbwegs trocken, was wirklich überraschend ist für mich. Denn es nieselt schon die ganze Zeit. Und ja. Hey, komm. Jawohl. Und hier.
Also die Machete ist ja wirklich haben wir dreimal so stark wie die von Fritz. Ein einigermaßen, sieht man es überhaupt auf der Kamera? Ja, doch. Ein einigermaßen schönes Gestell. Das hält noch lange nicht gut. Also das hier ist absoluter Mist. Ja. Aber insgesamt, man kann dran rütteln und sonst was. Und was geil ist, Kleiderhaken, ganz normal, aber das hier, ne? Flexibel, wie ich es haben wollte. Gleichzeitig geht der A-Frame absolut gar nicht mit. Perfekt, das heißt, auf diesem Bett. Sieht noch bad aus, muss ich sagen. Actually besser als gedacht. Einziges Problem natürlich, du hast einen Steinstrand, wie er eben auch schon gesagt hat, ist noch nicht optimal. Die Teile sind noch nicht fest im Boden. Aber krass, krass. Dafür, dass er das jetzt so werden. Mehr oder weniger spontan noch gemacht hat. Fast. Finde ich gut, bin ich impressed. Jetzt noch ein paar Palmwedel drüber und dann ist der. Dann ist haben das wir den Ding Lachs. Fertig, ne? Auf der linken Seite. Weiteres Problem übrigens, die Wunden. Die Nässen, die tun alle weh. Oh, hier sieht man das, finde ich. Also man sieht die Wunden nicht so krass. Hier bilden sich so Hornhaut oder Blasen langsam, finde ich. Danach sieht's aus. Aber true, natürlich. Du hast offene, er hat so wahrscheinlich kleine Schlitze, meinte er ja, Mückenstiche viel und so kleine Ratscher, wo so Hautfetzen auf sind, so Papierschnittwunden mäßig, die jetzt nicht super krass sind. Aber da die schwitzen, weil er schwitzt, ja. Das heißt, die Nässen, da kommt direkt immer Schweiß rein. Schweiß, Wundflüssigkeit, Salzwasser, Dreck, all das, dieser ganze Matsch vermischt sich so und es wird so richtig eklig, eitrig bestimmt auch irgendwann. Und fängt natürlich auch an zu jucken, so Heilungsprozess, aber auch eben, weil sehr viel Dreck in der Wunde ist, der rausgespült werden muss, kommt eben noch mehr Wundflüssigkeit. Stelle ich mir auch echt unangenehm vor. So nach einer Zeit irgendwie, vor allem bei jedem, bei jeder Aktivität brauchst du deine Hände. Und wenn da so Schlitze drin sind, die irgendwie sich nicht richtig schließen können, weil du am Schwitzen bist die ganze Zeit, stelle ich mir nicht cool vor. Wir haben hier in der Hand Rötung. Darf man nicht unterschätzen. Nässen. Hautfetzen gefehlt. Ja, ja. Da ist auch irgendwas. Ist halt nervig, ne? Also diese Hand ist jetzt schon sehr beeinträchtigt. Bei der linken Hand glücklicherweise noch nichts. Das heißt, wenn gar nichts mehr geht, kann ich auch mit links noch irgendwie grob. Genau, ich wollte gerade sagen, er ist dann wahrscheinlich Rechtshänder, macht viel mit rechts, hält sich mit rechts überall hauptsächlich fest. Arbeiten, damit bin ich jetzt nicht ganz so fit, aber das würde auch irgendwie funktionieren. Genau, jetzt geht's ab zu den Palmwedeln. Und hoffen, dass wir ein paar schöne, große finden. Da oben sehe ich schon ein paar. Also Joris macht echt die Nacht zum Tag. Er macht echt die Nacht durch. Es sind diese Nadeln, die mir einfach wehtun wollen. Das ist nicht das, worauf ich Lust habe, tatsächlich. Verständlich. Achtung, ich wollte eigentlich hier rüberfahren und die Nadeln wegmachen. Einfach hier. Ah, doch. Das ist es. Vorher die Nadeln wegmachen. Ah, entspannt, ne? Also da würde ich wirklich alles im Dschungel umbringen. Was hat man eine Machete? Weil sowas würde mit einem kleinen Messerchen auf gar keinen Fall funktionieren. Boah, nee. Also ich bin echt froh. Das werden jetzt nur 3% von euch kennen, aber immer wenn jemand sagt, das würde auf gar keinen Fall funktionieren, muss ich an das YouTube-Video oder TikTok denken vom DFB, wo Thomas Müller und Leon Goretzka Stadtlandfluss spielen. Und Müller hat bei Land mit H Holland geschrieben. Und die Antwort von Leon Goretzka war, das ist auf gar keinen Fall richtig. Das ist auf gar keinen Fall richtig. Das ist auf gar keinen Fall richtig. So legendary. Wird keiner von euch checken. Schaut euch das an. Super gut. Leon Goretzka, Thomas Müller, Stadt am Fluss gucken. Sehr lustig gewesen, das Video. Dass diese Machete so geil ist. Also, einige Nadeln sind schon mal weg. Was, also ich bewundere diesen nächtlichen Work Ethic von Joris. Einige Nadeln, aber da komme ich jetzt wohl einfach nicht drum rum. No way. Das finde ich wirklich krass. Also dass, muss ich einfach damit leben. Dass er sagt, dass ich kann nicht schlafen. Nadeln überall habe. Egal, ich mache ein Dach. Das ist ich mach nicht ein Dach. Gut, aber damit muss ich jetzt klarkommen. Im Shelter werden dann einige Gefahren mehr sein, als ich es mir hätte wünschen wollen. Aber ist okay. Solange es nur Nadeln sind und jetzt keine Schlangen, keine Skorpione, die mich irgendwie ganz aggressiv beißen möchten. Selbst die wären irgendwo willkommen, aber ja, ist okay. Damit kann ich leben. Das Dach nimmt langsam Gestalt an. Leider kommt das Wasser auch immer näher und ist teilweise schon am Camp angelangt. Oh. Das heißt, ich muss kreativ werden. Ich muss jetzt irgendwo die ganzen Techniksachen verstauen. Ich muss alles
Ja, einfach ein bisschen höher heben, was ich so habe. Ich denke, das wird auch bei Knossi das Problem. Knossi wird Wasser unterm Arsch haben, auf jeden Fall. Und könnte auch bei dem einen oder anderen zu Problemen führen, noch mit der Flut. Wir wissen halt nicht, wie hoch sie kommen wird bei manchen. Das wird noch sehr interessant sein. Auch bei Sabrina eventuell. Mal schauen. Oder auf eine Anhöhe bringen, besser gesagt. Ja. Hier. Oh ja, not bad, ey. Ist jetzt der Anfang vom Dach schon mal gemacht. Jetzt okay. Ist kein gutes Dach. Aber es sollte schon mal zumindest mein Gesicht trocken halten. Problem, man sieht es vielleicht auf der Kamera jetzt schon, man kann nicht alle Stacheln entfernen. Es sind so viele, es ist crazy. Ja, man sieht es auch hier und da ein bisschen. Ja, hier, dieser Stachel, der hat bestimmt 10 cm, 12. Oh ja, doch, das sind schon... Und hängt dir halt ganz schnell im Gesicht. Die sind schon kacke, ja. Deswegen muss ich extrem vorsichtig sein beim Ein- und Aussteigen. Aber so ganz kurz jetzt vom Gemütlichkeitsfaktor hier unten, wo er drauf liegt, das ist super angenehm. Das ist das, was Fritz hat, bloß noch angenehmer hier. Und auf jeden Fall schon mal hier so windgeschützt. Ich glaube, der Wind ist auch echt nervig. Natürlich weniger Viecher auch. Ich finde es not bad. Actually gut. In dieses Bettgestell. Naja, bis jetzt sieht's gut aus. Es hält. Ja. Super Bombe. Von daher, ich bin aktuell sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Jetzt heißt es, noch ein paar zusätzliche Palmwedel zu finden, um noch ein bisschen mehr in die Mitte zu gehen. Und morgen mache ich dann den Rest, wenn ich noch ein bisschen geschlafen habe. Also Joris hat mich wirklich aus mehreren Gründen bis jetzt überrascht. Seine ruhige Art, die Art und Weise, wie er vloggt. Er denkt an den Content, weil er ja gar nichts damit zu tun hatte eigentlich. Und er war echt so, ich kann nicht schlafen. Okay, ich stehe auf, produktiv sein, ich mache noch was. Vielleicht gerade, weil er nicht aus dieser YouTube-Bubble kommt, denkt er nicht, okay, ich setze mich hin und erzähle jetzt noch über irgendwas, sondern nein, ich erzähle, aber nebenbei baue ich noch ein halbes Dach einfach fertig. Da gehen Props raus. Das müsste Knossis Spot sein, right? Yes, man. Knossi. Ich bin super gespannt. Hängematte. Oh nein. Ja. Scheiße. Oh nein. Folgende Situation. Oh nein. Es ist mitten in der Nacht. Oh nein. Und das Wasser kommt einfach immer näher. Das ist das, was ich gerade dachte. Und ich habe irgendwie das Gefühl... Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Na klar. Dass das die Flut ist, die mir gleich bis unter den Arsch steigt. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Vielleicht reicht's. Ich hänge zwar hier in der Luft. Das kann man halt nicht einschätzen, wie ich gerade schon meinte, aber ich meine, der Müll liegt auf jeden Fall hier hinten überall. Das heißt, das Wasser kommt ja definitiv bis dort hinten auch. Logischerweise einfach. Aber dadurch, dass Knossi erhöht ist, maximal halt ein nasser Arsch. Er muss keine Angst haben, dass er ersäuft. Trotzdem natürlich gibt es Angenehmeres, als einen nassen Arsch die ganze Zeit zu haben. Ist ja vielleicht auch klar. Aber auch nicht. Fuck. Ich weiß es nicht. Boah, jetzt abbauen wäre krank, ne? Ja, aber ich kann seine Unsicherheit verstehen. Man fühlt sich unwohl. Alternative gefunden, aber... Boah, Alter, zu weiter Abstand. Ja, aber geht schon. Irgendwas hier in dem Wasserloch halt. Mhm. Ist nicht schön. Die Frage jetzt. Kommt das Wasser bis hier hoch? Ich stehe hier so auf dem Ding. Ich würde schlafen, versuchen. Oder bleibt das da? Und wenn du nassen Arsch kriegst, dann ist es vielleicht so für die erste Nacht, weil... Ja, aber ich kann ihn auch nachvollziehen. Mein Fuß kann ich kaum bewegen. Ich glaube, das ist der Fuß, in dem der das Holz gesteckt hat. Irgendwann nachts, lass es 2 Uhr sein, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mal abschätzen. Vielleicht ist es auch schon 5. Man kann es nicht abschätzen. Okay, man hat ja ein bisschen geschlafen, ein bisschen die Augen zu... Ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe. Ein bisschen vielleicht. Aber man kann es nicht abschätzen. Auch das ist so krass, ne? Dass man nicht mehr einschätzen kann, habe ich jetzt geschlafen oder nicht. Weil jeder von uns kennt es, vorm Schlafen gehen, man guckt natürlich auf die Uhr, schreibt noch irgendwas, hat eine grobe Uhrzeit im Kopf, weil man auch schlafen muss eventuell. Wenn man in der Nacht aufwacht, wir kennen das alle, manchmal, man wacht auf in der Nacht, Wecker klingelt um 7, man denkt, oh fuck, es ist bestimmt schon 6, es ist bestimmt schon 6, kacke, gar keinen Bock, gleich aufstehen. Guckst auf dein Handy, es ist erst 2 Uhr oder so. Du hast erst eine halbe Stunde geschlafen, eine Stunde geschlafen. Man weiß es manchmal gar nicht, weil dieser Effekt der Erholung, den merkst du erst am Tag, wenn du merkst, oh, ich habe wenig geschlafen, viel geschlafen, aber so nach dem Aufwachen, du kannst das gar nicht einschätzen, habe ich jetzt 8 Stunden geschlafen oder vielleicht nur 1,5 Stunden, das kann man manchmal gar nicht so abschätzen.
Deswegen, ich kann Knossi voll verstehen, dass er gar nicht weiß, wie viel Uhr ist es, bin ich erholt, habe ich geschlafen, was ist überhaupt los gerade? Und jetzt stehe ich hier, wie auf dem Surfbrett. Ja. Und hoffe, dass das Wasser mich nicht holt. Ich glaube, er hat so, man hat halt Alter. Sorgen einfach. Deswegen, er kann jetzt wahrscheinlich nicht wieder einfach einpennen. Gibt's bessere Sachen um die Uhrzeit, die man machen kann? Ich warte jetzt hier. Ich denke mal, er wartet ein paar Minuten und schätzt erstmal ab, wie das Wasser sich verhält. Wir gehen zurück zu Sascha. Das ist interessant. Bevor wir überhaupt das allererste Mal zu Otto gegangen sind, gehen wir das zweite Mal zu Sascha. Sehr interessant. Was geht bei Sascha? Na, servus, habe ich direkt. Servus. Sättlich, kurz kommt. Jo. Geht euch. Ja. Na, geht. Geht mir nix so. Na, wirklich. Also, tipptopp. Krass. Das ist mega. Ich bin echt relativ hoch. Sicher kommt ein Krokodil vielleicht noch irgendwie hoch. Aber macht's das? Einen Zaun bauen. Ich baue noch ein Dach. Darunter. Ich baue noch ein Dach. Heute nimmer. Okay, also ich würde auf jeden Fall sagen, aktuelle Situation am angenehmsten bei Sascha. Er fühlt sich gut, die Kokosnuss hat ihm nochmal ein bisschen Kraft gegeben. Er wirkt am zufriedensten, ausgeglichensten bis jetzt. Da oben ist der Mond, Blitze sind schon da, aber ich glaube, es fängt nicht zu regnen an. Ich hoffe es. Sonst bin ich im Arsch, ich habe noch kein Dach. Aber für heute passt's. Geil. Er sieht auch zufrieden aus. Das wird eine lange Nacht. Das wird sicher eine lange Nacht. Also ganz liebe Grüße gehen alle mal raus, die irgendwie, ich hoffe, Knossi, das ist so gemütlich in deiner Hängematte. Moskitonetz, boah, fuck, Traum. Hängematte, sowieso, Jackpot. Also, geht so gerade. Du hast keine Ahnung, was du da gerade erspart hast an Energie, das ist unglaublich. So, das, dann, ja, Nova mit dem Biwak, ich hoffe, es ist nicht zu heiß. Und an den Rest, ich hoffe, ihr habt alle irgendwie ein Shelter gebaut. Ich hoffe es. Jeder hat irgendwas, jeder hat irgendwas. Auch, boah. In diesem Sinne, ich glaube, ich werde schlafen. Was für ein Tag. Haut rein, ich küsse euer Herzen. Kuss, Kuss. Hey, Kuss. Kuss an dich selbst, Sascha, Mann. Kuss zurück. Ja, jetzt melde ich mich nochmal kurz, weil es könnte heute Nacht nochmal spannend werden. Da vorne zieht ein heftiges Gewitter auf, also auf alle Fälle blitzt da die ganze Zeit. Mhm. Noch regnet es nicht, könnte vorbeiziehen, man weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe kein Dach. Ja, Scheiße, kann ich nichts machen. Also wenn es nur regnet, bleibe ich draußen liegen mit meiner Regenjacke. Oh shit, der Mond verdunkelt sich. Oh ja. Er war noch komplett da. Wir werden das Gewitter noch sehen. Wo das Gewitter herkam, genau da, ja, zieht es jetzt her. Uiuiui. Ja. Natürlich worst case. Das ist zu Hause dann doch. Ja. Also auf alle Fälle. Mega spannend, spannender als jeder Film. Da merkt man eben auch den Unterschied so beim, also der Profi jetzt so ein bisschen, Sascha, der direkt die Kamera, das Licht auf sich richtet, dass man eben der Zuschauer ihn besser sehen kann. Nicht zu wissen, ob jetzt ein Gewitter auf einen reinkracht und mal keinen Unterschlupf. Ja, klar. Oder nicht, ein Regen. Scheiße. Ah, shit. Nur ein schnelles Update, ich melde mich, es ist jetzt ja mitten in der Nacht und es regnet. Ich habe natürlich keinen Schutz, deswegen liege ich hier einfach mit der Regenjacke und ja, gibt gemütlicheres, aber es geht. Gute Nacht. Wie optimistisch der Mann noch ist. Man hat an der Stimme gehört, finde ich, dass er auf jeden Fall schon ein bisschen geschlafen hat, würde ich sagen. Aber so optimistisch, so locker am Ende noch. Aber es geht. Okay, gute Nacht. Wir hören uns. Tschüss, Freunde. Ach, Sascha, geil. Okay, jetzt kommen wir endlich zu Otto Bulletproof. Ich bin sehr gespannt. Wir haben in der letzten Behind-the-Scenes-Folge von Dave gesehen, dass Otto an einem Spot rausgelassen wurde, wo, wenn man so ein bisschen tiefer reingeht, direkt zwei Krokodile in den Mangroven gesichtet wurden. Also als dieser Spot für Otto gesichtet wurde und gesagt wurde, okay, hier kommt auf jeden Fall Otto hin oder hier wird jemand ausgesetzt, da wurden tatsächlich, man sieht es ja auch in der letzten Behind-the-Scenes-Folge von Dave, da sind zwei Krokodile am Start, die wurden gesichtet, genau in dem Spot sind zwei, die haben wir auf Kamera gesehen. Schwierig. So, könnt ihr sehen, die ganzen Bambusdinger. Mhm. Habe ich dann erstmal in die Waage recht passend gebracht. Da vorne auch. Und gerade gemacht, das ist der Gedanke, irgendwie so eine Art Kopfkissen oben lang zu legen. Okay, jetzt ja. Jetzt kann ich erstmal die einzelnen Balken aneinander befestigen Knoten irgendwie. Quasi. Mhm, mhm. So, und dann glaube ich, könnte ich das sogar so für die erste Nacht nehmen. Und morgen machen wir weiter. Krass, also er will nur Kopfkissen, gar keine Unterlage quasi für Rücken. Wäre ein Gedanke. Ich mache erstmal weiter.
Tüdelü. Tüdelü. Ich glaube, Knossi wird sich echt ärgern. Überall ist Schnur. Egal, wo man hinkommt. Schnur, 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 Schnur. Wenn Sie mir das so sehen könnt. Okay, also er hat auf jeden Fall auch noch diese Fischernetze jetzt, die er sich hoffentlich auch noch drunter legen wird. Lebopo, alles voll Schnur. Niemand hätte hier Paracord nehmen müssen. Das auf jeden Fall nicht. Das hätte niemand machen müssen. Das stimmt schon. Ich finde, es sieht schon echt besser aus. Oh, sieht richtig gut aus. Ich habe Kordel geschnitten, schon eingefädelt. Das sieht richtig stabil aus. Ganz so schön, aber ich glaube, das sieht schon mal richtig gut aus. Das sieht sehr stabil aus, finde ich. Man ist fast so breit wie eine Hand und da kann ich mega gut drauf liegen. Geil. Guck, ich wollte gucken, ob ich das hier wirklich wie so eine Art Kopfkissenring oder sowas festmache, dass man auf der Seite kann man, auf der Seite kann man da nicht schlafen. Das tut sogar weh. Schulter mit links und rechts reingesetzt hat. Okay. Ob das was taugt. Oder ob das völlig schlecht ist, das so zu tun. Ja, ansonsten werde ich da morgen schon weiterbauen. Das nochmal breiter machen. Was mir aufgefallen ist, dass das hier richtig gut ist, dass ich dieses monstergroße Brett habe. Das werde ich auch nochmal da näher verbauen, sodass man direkt beim Aufstehen vom Bett auf das Brett gehen kann. Mhm. Genau weiß, hey, zack, zack, alles sauber, alles gerade. Zur Orientierung auch nix. Ein bisschen. Ansonsten ist es düster. Ja, und einfach der Terminator, Junge. Einfach der Terminator bei Seven vs. Wild ausgesetzt. Dschungel. Gerade geht's, aber es waren eben schon mal ordentliche Geräusche. Ja. Wie wird's sie? Die Nächte sind hier ganz schön lang, muss man sagen. Circa 6 Stunden später. Oh mein Gott. 6 Stunden später. Krass, ja. Otto fängt an mit, die Nächte sind ganz schön lang. Ja, das glaube ich dir. Es ist immer noch genauso finster, wenn nicht noch finsterer als eben. Und es sind 6 Stunden vergangen schon. Krass. Aber was mega interessant ist, ich kann es leider jetzt nicht zeigen. Also, Lager funktioniert. Und als erstes vielleicht müssen wir uns da... Okay, ja. Hier mit Holz. Jacke hin. Bisschen Styropor als Kopfkissen. Okay. Das hat alles funktioniert. Sehr gut. Ja. Auch wenn es natürlich bequemer sein könnte. Otto sieht hier gerade so ein bisschen aus, ihr seht es gar nicht, weil meine Facecam ein bisschen drüber ist, sieht ein bisschen aus wie Materia gerade hier, diesem Rotlicht und diesem dunklen Farbton irgendwie. Ansonsten habe ich ja geguckt, bis wohin hier das Wasser kommt, wenn sie auch Flut und Ebbe. Das kommt ganz schön nah und ich habe gesehen, man konnte es leider nicht filmen, aber Blitz, Donner, dass hier richtig Baumstämme angeschwemmt wurden und sowas. Also, ich freue mich drauf, wenn es hell wird. Das wird interessant. Zu looten. Was gibt dir? Ach ja, so, das hier ist übrigens meine schöne Kopfverdeckung. Der Schlauchschal ist halt mega. Bin ich mega happy mit dabei. So, gut, Sächle. Aber Otto auch sehr gute Laune. Er hat auf jeden Fall ein bisschen gepennt. Keine Ahnung, hat sich frisch angehört, gut drauf. Sein Shelter funktioniert, bis jetzt nicht nass geworden. Logischerweise auch durch die kleine Höhle, die er da hat. Wir sind jetzt bei Fritz. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Jungs, Mädels, diese Folge, die macht so Bock. Freut mich, dass ihr alle am Start seid. Danke, Mann. Ich liebe euch alle. Danke einfach. Ich bin so happy mit euch, das hier anzugucken. Richtig geile Zeit haben wir einfach. Okay, Zeitraffer. Fritz, denkt wieder an Content. Zeitrafferaufnahme. Es wird hell. Es wird hell. Ich bin echt gespannt. Tag 2, 6.50 Uhr. Okay. Geile Animation auch. Junge, es macht so Bock. Geile Animation. Nice. Good morning. Okay, Fritz, irgendwie... Ich weiß nicht, was passiert ist. 30 Jahre älter, aber nur von der Haarfarbe her. Da, oder? Vielleicht bin ich's gerade auch. Aber das sieht gerade echt... Fritz, wie geht's dir? Sei ehrlich, wie geht's dir? Tag 2 hat für mich schon vor einigen Stunden begonnen. Okay. Ihr habt es vielleicht in der Timelapse-Aufnahme gesehen von da drüben. Diese kleine rote Lampe. Ich war die ganze Zeit schon am Werken und habe an meiner... Lattenrost weitergearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so auf der GoPro sieht. Ja doch, ich glaube, jetzt ganz gut. Ich habe nochmal deutlich mehr Fäden reingemacht. Zwischenstreben eingesetzt, also Zwischenschnüre, habe alles nochmal ein bisschen nachgespannt und habe jetzt angefangen, einen Mittelsteg zu setzen. Geil. Und habe dafür hierhin auch nochmal so eine extra Leine gemacht, mit solchen Fritz Knoten, so die hier ein drin Bastler sind, damit die Leinen dann direkt hier rausgehen. So ein Bastler, Junge. Da zählt sich wirklich das Knotenhandwerk aus. Er hat jetzt hier eine gute Stabilität. Heute war's gar nicht mal so. Wow, das sieht richtig gut aus. Also nochmal kurz als Erinnerung. Fritz ist mit einer Machete gestartet und hat so ein geiles Bett gebaut. So geil. Boah. Ihr seht auch schon, durch die Flexibilität des Stockes hat man einfach wirklich eine gute Polsterung. Auf jeden Fall. Hier links und rechts kommen noch 2 Schnüre rein.
Geil. Und dann habe ich zumindest erstmal ein gutes Bett. Wie war die Nacht? Ich bin durchwachsen. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt echt fit. Okay. Aber ich habe sehr unruhig geschlafen. Die Flut kam hier auch rein, war einmal bis hier vorne, dadurch war es recht laut, aber hat alles gepasst. Stimmt, an die Lautstärke habe ich gar nicht gedacht von der Flut, obvious. Das ist ja richtig laut dann auch. Und ja, okay, ich wurde dann doch recht viel zerstochen. Ich sehe mein Gesicht selber nicht, aber es juckt auf jeden Fall überall. Ich weiß nicht, weil ich kleine rote Punkte habe. Man sieht noch nichts. Also hier am Handgelenk sieht man es auf jeden Fall. Und ja, aber einiges. Zum Glück langärmlich, von daher haben sie nur so ein bisschen hier oben gestochen. Das wird ein bisschen Abfuck sein, ja. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, aber hier, ich glaube, die sind zu klein. Hier sind überall, man hat es gerade gesehen. Die ganze Zeit. Hier, man hat da gerade was rumlaufen sehen. Da beißt eine, da beißt eine, ich merke es die ganze Zeit. Man hat es rumlaufen sehen. Eine. Das sind diese kleinen Sandfliegen, die hier wirklich hundertfach um mich rumschwirren. Die waren gestern, als ich angekommen bin, noch nicht da. Vielleicht gehen die weg, wenn die Sonne aufgegangen ist. Aber man wird einfach dauerhaft gestochen, gebissen, angefressen. Alles. Ja. Hier, ich weiß nicht, ob man die sieht. Das sind so ganz kleine schwarze Punkte. Erinnert mich ein bisschen an die Mitschis oder so, wie sie heißen, in Norwegen bzw. Schweden. Da hatte man das auch öfter mal. Kann man im Endeffekt eigentlich auch jetzt nicht viel gegen machen, außer Moskitonetz oder sich vielleicht mit Schlamm einreiben, mit Kohle einreiben. Ah, und wir haben alle ja schon im Vorspann gesehen bei Fritz, dass er sein Gesicht mit Schlamm eingerieben hat. Irgendwie so eine Geschichte. Ich glaube, Termitennest könnte man noch nehmen. Das aber naja, ergibt ich Sinn. Ich brauche auf jeden Fall erstmal einen besseren Schlaf, das ist wichtig. Also, teilweise lag ich dann heute Nacht Bett, als Kopfkissen wirklich nur auf einer so einer Schnur. Das Bett geht natürlich gar nicht. Das muss gut 10 von 10 aus bis jetzt. Bett 10 von 10, muss ich sagen. Es hat heute Nacht auch einmal geregnet. Genieselt, sagen wir mal so. Okay. Und tatsächlich in der Ferne. Habt ihr auf der Kamera nicht gesehen, vielleicht versuche ich das mal mit einer Timelapse aufzufangen die nächsten Tage. Hat es krass gewittert, also es war immer wieder Blitze am Himmel zu sehen, dort, da hinten, aber nicht direkt über mir. Zum Frühstück. Coconut. Erstmal eine Kokosnuss. Ich werde in der nächsten Folge, werde ich mir so einen dicken Bounty reinsnacken hier oder auch mir einfach so, ich weiß nicht, Kokosnuss. Kokosnuss kaufen in Deutschland ist, glaube ich, nicht so smart. Auch so, keine Ahnung, umwelttechnisch und so. Will ich jetzt auch nicht unbedingt vielleicht machen, aber so ein. Ich werde mir ein Bounty reinhauen. Nächste Folge seht ihr mich im Bounty essen. Vertraut mir. Ich mache mir jetzt eine Schlammpackung. Diese Sand. Okay, Fliegen macht sind er jetzt tatsächlich. Sehr penetrant. Macht er jetzt tatsächlich. Ich kann ja gar nicht richtig arbeiten. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Da bin ich sehr gespannt, ob das hilft. Ich habe jetzt leider keinen Spiegel, aber es wird schon irgendwie passen. Ich probiere es jetzt einfach, das Zeug hier als so eine Schicht. Boah, das ist auch einfach Fritz, das ist auch einfach Fritz, er macht es auch einfach, ne? Das ist Fritz, er macht es einfach. Das ist ihm auch alles scheißegal, er macht es. Auch, ja, übers Auge drüber, scheiß drauf, einfach rein damit. Die gute Kriegsbemalung. Ist gleichzeitig auch Sonnenschutz, kann ich drauf lassen. Das stimmt, actually, ja. Stelle ich mir sehr unangenehm vor. Erstmal so an, als hätte ich alles abgedeckt. Ich sehe es natürlich nicht. Andere Leute bezahlen dafür viel Geld. In Drogeriemärkten. Für eine kleine Lehmpackung. Oh, es fühlt sich gut an. Ich sag's euch ehrlich. Es fühlt sich gut an. Ich hätte jetzt fast einen schlechten Witz gemacht mit, das ist die nächste Sache, für die Fritz gecancelt werden könnte. Aber ich lasse es mal. Ich hoffe, es hilft. Ich hoffe, es hilft, actually. Aber wenn das trocknet, spannt das so geil. Ich hoffe, es hilft. Oh, wunderschön, wie wir die Wellen im Hintergrund auch sehen. Fritz denkt mit den Timelapse-Aufnahmen an den Content. Wichtig. Digga, er gibt sich so viel Mühe. Der Fritz ist so ein Bastler. Hier seht ihr jetzt das Bettgestell nochmal. Boah. Und im Detail, geil, wie ich das geknüpft habe. Da bin ich richtig impressed. Ich lag noch nicht drauf und würde das Ganze jetzt einmal mit euch gemeinsam testen. Das sieht so krass aus, oder? Ich würde das Ding kaufen und darauf schlafen. Als der Stock sieht ein bisschen nachgiebig aus. Runter hier, so. Wisst ihr? Der biegt sich sehr. Aber es sieht schon hardcore gemütlich aus. Ein Träumchen. Das sieht hardcore gemütlich aus, wirklich. Oh, wie geil ist das denn? Oh, krass. Schöne Gewichtsverteilung. Man merkt richtig jetzt, dass es ein Netz ist und nicht mehr so einzelne Schnüre. Das sieht so gemütlich aus. So, ich wollte euch nochmal eine Aufnahme geben.
damit ihr mal seht, wie elastisch das quasi ist. Weil Stöcke, die geben ja nicht so nach. Aber hier... Oh. Ach krass, okay, aber er ist echt... Da ist so nicht mehr viel Platz. Das sind so 5 cm teilweise. Gute 5 cm vielleicht. Vielleicht auch sogar ein bisschen weniger teilweise, die ja vom Boden entfernt ist. Das ist schön. Das ist wie so eine... Das ist eigentlich ein Boxspringbett. Ja. Kann man sagen, so oder? Sieht's aus, ja. Es ist eine Art Survival-Bushcraft-Boxspringbett. Herrlich, guckt euch das aber an. Aber der feinsten Sorte. Mensch. Auch nochmal auf der Seite testen, ist auch wichtig. Ich glaube, Seite wird schwierig. Auch gerne mal so in dieser Embryonalstellung gehen. Ja, wobei es geht. Naja. Rücken ist aber besser, denke ich. Ich brauche noch ein Kopfkissen irgendwie. Ja. Jetzt drücken die Seile so in den Schädel aber rein. Aber wow, wow, wirklich wow. Das wird deutlich besser als heute Nacht. Sieht echt angenehm aus. Gut, das haben wir. Geil, impressed. Knossi. König Knossi. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wozu hat er sich heute Nacht entschieden. Ich hoffe, der Mann hat ein bisschen geschlafen. Ich hoffe einfach. Bitte, Knossi. Seven in the Wild. Hinter mir. Kranke Nacht. Irgendwann hat es angefangen zu regnen. Egal, Knossi. Ich bin drin geblieben. Ja. Ich habe gedacht, ich sitze es aus, ich warte es mal. Es war kein tropischer Sturmregen, es hat einfach auf mich geregnet. Es ging. Es war kurz, ich glaube, es war zweimal. Und beim dritten Mal habe ich gedacht, irgendwie, ich träum's oder was. Ich habe aber immer gewusst, ich bin hier auf der Insel. Schlaf würde ich mal schätzen, hatte ich. Kann ich dich schätzen? Ich kann es nicht schätzen. Und das nächste Problem ist halt einfach die Wunde, die ich habe. Oh ja. Ich konnte. Stimmt, das hat er eben schon erzählt, dass sein einer Fuß taub ist. Mit diesen Schlappen. Ich habe meine Schuhe hier gehabt, bin aus der Hängematte hier hochgelaufen. Ich zeige euch das jetzt mal. Und das ist der größte Akt, den ich hier habe. Der allergrößte Akt, den ich hier habe, ist dieses Hochlaufen. Ja, dieses Kraxeln. Meine Hängematte, seht ihr die? Da hinten. Ja, man sieht sie. Über Stöcke, Steine, alles ist glitschig, rutschig, du fliegst fast aufs Maul. Ja. Ich bin mit den Schlappen natürlich nochmal durchgezogen, hier da unten liegen sie. Ach, Knossi, Mann. Und ich habe mir hier irgendwo mit dem Stock alles aufgerissen und ich bin nicht sicher, ob sich das entzündet, weil es so weh tut. Ne? Mm. Ich bin heute hier hingehumpelt. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Erstmal bis krass, runter am Beach. Krass. Von der Hängematte bis zu den Steinen da. Eine krass, halbe Stunde. Bis hier hoch nochmal eine halbe Stunde. Mit den Schlappen wohlgemerkt. Mit den Schuhen jetzt stabileren Grip. Besser, ja. Aber ey, es kann sein, ich habe Angst, dass sich das entzündet. Der Fuß tut saumäßig weh. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist die Challenge auf. Und ich sag dir ehrlich, ich hoffe, die ist nicht so anstrengend, weil ich würde gern vielleicht doch noch meine Hängematte umbauen. Ich weiß, dass ich jetzt noch Power habe. Das nächste Problem ist auch, dass ich so enttäuscht bin, dass ich keine Kokosnuss aufgekriegt habe. Der Mann muss was essen. Der Knossi hat als einziger, glaube ich, oder? Ich glaube, Joris hat auch nichts gegessen, soweit ich weiß. Joris hat auch nichts gegessen. Sascha hat seine erste aufgemacht, Otto hatte, Fritz hatte. Ich glaube, Joris und Knossi sind die einzigen, die wirklich noch nichts gegessen haben. Oder hat Sabrina eine aufgemacht? Boah, ich glaube, Sabrina hat auch eine gekostet gehabt. Es kann sein, dass ich hier keine Kokosnuss saufe oder was. Das wäre echt übel. Es muss doch möglich sein, dass man eine Kokosnuss aufkriegt. Aber das mit seinem Fuß tut mir echt leid. Auch mit dem kleinen Messer, was ich habe. Egal. Es ist Überleben. Überleben. Und ich bin ein Wolf. Das ist nur noch gestört. Blitz und Donner war heute Nacht auch. Ja. Blitz und Donner, komplett. Alter. Ach, das ist so schön, Knossi hier zu sehen einfach. Ich sag's euch ehrlich. Ich lieb ihn dafür, dass er es wirklich gemacht hat. Langsam, jetzt schnall ich erst, dass ich hier bin, ne? Ja. Ich schnall's erst jetzt. Wenn man da aufwacht. Ja, die View ist geil. Tag 2. Okay, Challenge. Bin gespannt. Nichts Kompliziertes, bitte. Challenge Tag 2, Pfeil und Bogen. Deswegen, okay, so langsam kriegen wir wirklich diese ganzen Szenen, die wir gesehen haben im Vorspann, kriegen wir jetzt so langsam alle zu sehen. Ja, Knossi, kannst du vergessen, glaube ich. Tag 2, Pfeil und Bogen. Das Problem befindet sich immer hinter der Sehne. Aufgabe. Baue dir Pfeil und Bogen. Krass. Du darfst deine Gegenstände und Kleidung benutzen. Zum Beispiel Paracord, Schnürsenkel als Sehne. Errichte dir ein Ziel aus Holz, zum Beispiel toter Baum, Treibholz, auf einem Meter Höhe im Verhältnis zum Schussort.
Mit dem selbstgebauten Bogen Krass. Versuchst du, einen Pfeil über eine möglichst große Entfernung so in dein Ziel zu bringen, dass er stecken bleibt. Solltest du weiter schießen können, als das Maßband lang ist, musst du vorher eindeutig und für die Kamera sichtbar die erweiterte Distanz abstecken. Das zu messende Kriterium ist die Anzahl der Meter zwischen dem Ziel und dem Ort des abgegebenen Schusses. Bleibt der Pfeil nicht im Ziel stecken, ist der Schuss ungültig. Die weiteste Distanz sichert dir Platz 1 und die vollen 7 Punkte. Geil. Super, super, super geile Challenge. Da sehe ich Joris drin aufgehen, natürlich Fritz drin aufgehen. Otto haben wir schon gesehen mit funktionierendem Pfeil und Bogen. Ich sehe da Sabrina und Nova improvisieren irgendwie. Ich bin sehr gespannt. Wobei Nova vielleicht auch mit ihren Pfadfinderkünsten. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Geil. Geile Challenge. Super coole Challenge. Auf Arrow angelehnt auch. Natürlich. Einsame Insel, Arrow. Green Arrow. Geile Serie. Pfeil und Bogen bauen, das ist das Problem. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist das große Problem bei mir. Es ist wirklich sick. An Knossi Stelle, ich würde auf jeden Fall erstmal essen. Irgendwie Essen beschaffen. Irgendwie eine Kokosnuss reinhauen. Sehr viele Steine, ist Naturstrand. Sehr viel Müll. Irgendwie fühle ich, habe ich auch ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich trotzdem noch jammer. Aber ich versuche euch einfach die Situation zu beschreiben. Ne? Komplett anderes Land. Komplett andere Knossi Welt. Knossi hat jeden Grund zu jammern. Hier. Der darf so viel jammern, wie er will. Das ist nicht zu glauben, ne? Wow, was ist das denn hier? Ey, das hier ist meine Möglichkeit, vielleicht Fische zu fangen. Oh, actually. Oh, wie viel Crabs. Ey, ich mache euch nichts. Ihr müsst keine Angst. Alles bewegt sich hier. Drin. Man sieht hier diese ganzen Krabben, alle bewegen sich. Und da sind actually, da sind kleine Fischchen drin. Ja. Wow. Da sind Fische drin. Krass. Kleine Fische, die von der Flut angespült werden. Nicht mehr rauskommen, ja. Das ist meine Chance. Krass. Actually. Das ist meine Chance, Actually, einen Fisch wow. zu essen. Aber die sehen so bunt aus. Die sind so bunt. Aber ja. Da hinten sehe ich so kleine Welsfische. Beste Möglichkeit. Kann man nicht so einen bunten Fisch essen? Oder die Crabs da hinten. Oh Gott, was, mein Gott, was ist denn an diesen Dingern? Was ist das denn? Genau, das sind diese ganzen kleinen Muscheln, die man sich auch reinziehen kann und diese Schnecken. Alles könnte man sich reinziehen. Das ist natürlich einfacher. Zu sammeln, als diese kleinen Fische da jetzt vielleicht und das ausnehmen noch. Aber Hammer ist aber nur so ein kleiner Snack dann, ne? Was glitschig. Was ist das denn? Sind das Schnecken? Das ist eine Krabbe. Geht nicht ab. Und geht nicht ab. Was sind das? Aber ich finde gut, dass Knossi so ein bisschen erkundet gerade mal. Voll mit dem Zeug. Können wir mal irgendwann ein paar Fischfallen hier rein jatzen, ne? Dann haben wir echt was zu essen. Da bin ich auch super gespannt. Aber ich sag's euch. Wer wird den ersten Fisch fangen? Wer wird das erste Mal irgendwas braten, was Geiles? Noch ist der Hunger nicht so groß, dass ich sage, ich muss das machen. Hat er nicht so Bock und drauf? Und außerdem weiß ich auch nicht, ob das Feuer so lange brennt bei mir. Ja. Ihr habt ja gestern schon gesehen. Kokosnuss ist halt einfacher rein theoretisch. Für eine Kippe reicht's. Für die Kippe ist angegangen. Ja doch, für einen Fisch vielleicht. Naja, weiß halt auch nicht, woran das liegt. Okay, mein Lieben, ich habe natürlich alles falsch verstanden. Ich habe nochmal durchgelesen. Für die Challenge kein Styropor. Es muss Holz sein. Ja. Ein Stück Holz. Einen Meter hoch. Aber das dürfte reichen. Naja, der muss ja nur kurz stecken, oder? Aber Knossi geht echt, er versucht es echt richtig. Okay. Hier sind auch ein paar Löcher, vielleicht bleibt er einfach auch in einem Loch stecken. Das ist sicher auch gut. Da bin ich gespannt. Jetzt mal auf den Felsen hier. Weil ich stelle mir das sehr schwer vor, einen Bogen Meter zu bauen. Hoch. Funktionierenden Bogen. Schwierig. Vielleicht da. Oder so. Ich sag dir ganz ehrlich, 20 Meter, komm, hör auf. Ich glaube, dass es viele, viele, viele schwer haben werden, auch überhaupt, dass man einen Pfeil baut. Wichtig ist, dass er überhaupt steckt. Wenn ich einen Meter schaffe, ist, finde ich, sensationell. Auf jeden überhaupt Fall. Einen Bogen gebaut zu haben mit einem Pfeil. Ja, safe. Komm. Jetzt er probiert es echt richtig. Okay, ich bin sehr gespannt. Wunderschöne Aufnahmen, die wir hier zu sehen bekommen, ja. Krass, ich bin richtig gespannt. Ein Meter.
Es ist sogar mehr. Es ist sogar mehr. Ja, jetzt Bogen bauen. Gucken. Ich habe gerade mal die Wunde ein bisschen abgewaschen. Ich habe echt Angst, dass da noch was drinsteckt. Oh, das ist echt sehr, sehr dick geworden. Drumherum super rot geworden natürlich. Ja, ich bin jetzt kein Experte. Sieht rot aus, ja? Sieht rot aus. Was soll ich sagen? Also nochmal, dass das jeder versteht. So sieht das aus bei mir, meine Lagerstätte. Das ist da nicht normal. Das gibt's da nicht. Hinten habe ich noch einen Technikkoffer stehen, da oben drin, den roten Beutel mit den Aufgaben, oben im Wald. Ja. Und hier, bis Flut kommt, ist das hier Wohnzimmer. Ja. Kommt Flut, gehe ich ins Schlafzimmer. Das kann's da nicht sein irgendwie, oder? Naja. Jeden Tag hier wieder aufbauen, abbauen, wie Flohmarkt. Willst du was haben? Ich mach gute Preis. Ey, das alles ist da. Das liebe ich, Herr Klaas-Jürge. Verzweifle. Ich bin hier rumgeirrt wie ein Irrer jetzt. Keine Chance, flexiblen Stock zu finden. Ich würde auch an Knossis Stelle, ich würde die Challenge nicht machen an seiner Stelle, weil selbst, also so wie ich es verstanden habe, ja, der am wenigsten schafft, kriegt einen Punkt. Das heißt, selbst wenn Knossi 0 Meter schafft, aka keinen Bogen baut und keine Entfernung hat, bekommt er einen Punkt, weil er der Schlechteste dann quasi ist. Und selbst wenn er sich jetzt einen Bogen baut und so, wie realistisch ist es, dass Knossi weiter als jemand anderes das schafft? Natürlich, er ist ehrgeizig für den Content auch, aber ich an seiner Stelle hätte die Challenge einfach nicht gemacht, sondern Essen heute, Essen geholt, Kokosnüsse, Shelter nochmal geguckt, Hängematte vielleicht umgebaut, dass er nächste Nacht besser schlafen kann. Das wäre meine Prio gewesen. Aber das sagt sich jetzt, wie gesagt, so einfach. Man sitzt hier so, man denkt sich, ich hätte es so gemacht, kann man nicht einschätzen. Das sage ich jetzt so einfach als Zuschauer, aber es sagt sich immer einfacher, als es gemacht wird. Ich muss jetzt gleich mal nach oben, da noch gucken. Oh Mann, ey, aber die Challenge, wirklich Kopfzerbrechen. Mein Ziel steht, Pfeil muss wahrscheinlich sehr hart sein. Ne? Der Pfeil muss hart sein, auch nicht so leicht. Und der Bogen muss sich spannen können, weil das Paracord... Ey, ganz kurz, bei Sabrina würde sich sehr dieses türkisartige Schnitzwerkzeug, was sie gefunden hat, diesen spitzen Stein, der würde sich eignen als Pfeilspitze eventuell. Wird nicht nachgeben. Keine Ahnung. Leute, erstmal hinsetzen. Kurz. Ach, Knossi, Mann. Okay, Nova, wie war deine Nacht? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Nova sieht verschlafen aus. Ich habe richtig beschissen gepennt. Oh nein. Richtig kacke. Oh nein, das tut mir leid. Kacke. Also, jede Stunde wach. Und ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich so einen halben Meter nach links hier auf dieser Scheiße hier gedreht habe, dass mir irgendwie eine Bandscheibe rausfetzt oder sowas. Oh nein! Wäre ich irgendwie so 10, 15 Jahre älter. Knossiaka. Wäre vorbei. Oder hätte damit eh Probleme. Ich hätte mir safe eine Bandscheibe rausgehauen. 100%, oh, ist es wirklich so. Also das ist grauenhaft. Also der Plan Kacke. Für jetzt gleich, ich bin gerade aufgewacht, die Sonne ist gerade aufgegangen, also es muss 6 Uhr irgendwas sein, glaube ich. 5 Uhr irgendwas, 6 Uhr irgendwas. Ich werde jetzt gleich ein Feuer machen, weil, also ich bin nicht nass geworden, das ist super nice, aber ich bin trotzdem irgendwie einfach durch die Luftfeuchtigkeit, sind alle meine Klamotten und ich. Man so, ist halt so klamm. So einfach so grundnass irgendwie so ein bisschen, deswegen gehe ich mich jetzt gleich mal duschen. Das ist auch ein weiteres Projekt für die nächsten Tage, dass ich meine Autodusche bauen will, aber das werden wir dann noch sehen. Genau, also ich gehe jetzt gleich mich kurz waschen, dann trinke ich was und dann habe ich vor, ein Feuer zu machen. Okay. Ja, ich habe ja dann nichts, was ich darauf grillen kann, weil ich keine Tiere esse, sadly, aber werde ich berichten. Okay, ich sag's, wie es ist, Plan von, da ist ganz viel neuer Müll angespült worden. Diesen Korb wird sie richtig enjoyen, das wird sie richtig freuen, dass der angespült wurde, glaube ich. Plan von Nova finde ich super, aufgewacht, duschen, Feuer, cooler Plan. Freunde, was ich jetzt schon erspähen konnte, ist, dass dadurch, dass gestern Nacht war wieder Flut und jetzt ist ja gerade wieder Ebbe. Wir können gleich mal schauen gehen, ob unser Hai wieder da ist. Ich werde diesem das Hai einen Namen geben, ja, wenn er wieder da ist. Sharky, nenn ihn Sharky. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn füttern kann. Auf jeden Fall. Sind hier neue Sachen angespült worden?
Neuer Loot. Und auch der Stuhl gestern, da hinten, das orange Teil, wo wir dachten, dass, oder wo ich dachte, dass das irgendwie, keine Ahnung, ein Tier oder sonst was wäre, der ist auch angespült worden und der war eigentlich hinter diesen Felsen da. Oha, hinter krass. Den Felsen, so krass. Okay, das ist echt ein Stück krass. Gleich mal mit meinem Morgenspaziergang mal schauen, was uns hier das, so... Das ist jeden Morgen wie so eine Lootbox, so Daily Login-Bonus, wisst ihr? Daily Login-Bonus, neuer Loot. Die Mutter Natur uns hier so geil. An, ja, an Geschenken überreicht hat. Guckt mal, was ich gefunden habe. Le Aquitan. Und da ist sogar noch so ein kleines bisschen unten drin. Also, warte, was ist das? Was ist das? Wenn ich einen richtig beschissenen Tag haben werde, dann werde ich mir das gönnen und mir damit mal die Hände waschen. Oh, Body Shower. Okay. So, als kleinen, kleine Aufmerksamkeit, kleinen Schmankerl. Ich werde jetzt Kokosnüsse aufmachen gehen. Ja, ich sag's wie es ist. Nova hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten morgendlichen Start. Klar, im Kopf irgendwie direkt einen Plan, direkt essen, Kokosnuss. Finde ich super guter Start in dem Tag. Weil ich das als Zunder brauche für mein Lagerfeuer. Und zum Futtern. Ja, was zum Essen, ich trinken. Ich hab auch was zu essen. Extra kaum. Ich hab gar keinen Hunger. Ganz komisch. Die Blue Lagoon, eine Oase. Auch das liebe ich an dir. Nova, so sympathisch geworden. Hallo meine Nova. Damen und Herren, herzlich willkommen zu. Wir machen ein Lagerfeuer mit Nova. Okay. Ich bin ehrlich mit euch. Das ist nicht komplett trocken. Das ist es nicht, ne? Ich hätte mal gestern was sammeln sollen und das mal irgendwo hinlegen sollen. Nichtsdestotrotz. Wie MacGyvern das einfach, ja? Vielleicht funktioniert es, dann funktioniert es nicht, weil wir nicht fließen. Das wird nicht angehen, das wird nicht angehen. Wir haben es bei Sabrina gesehen, bei Knossi. Das wird vielleicht kurz Glut geben, aber nicht wirklich brennen, sage ich. Okay. Ich glaube, wir sind da was dran. Oh, okay. Ey, change my mind, aber ich glaube, das wird nichts. Wenn sie sagt, das ist noch so ein bisschen nicht ganz trocken. Okay. Das Problem ist, der Kollege hier ist leider nicht trocken genug. Mhm. Probieren wir den jetzt mal aus. Vielleicht haben wir da mehr Erfolgschancen. Ach, Nova, Mann. Aber, ey, ich hoffe es. Komm schon, wäre geil, aber ich glaube, ich muss die ganze Zeit an die Atzen denken, die keinen Feuerstahl dabei haben, ey. Oh, schön jetzt so Feuer bohren. Mmh, yummy. Geile Nummer. Wobei vermutlich ein Fritz oder ein Otto schneller Feuer bohrt, als dass ich hier meine Scheiße ankriege. Ich glaube, bei denen ist Feuer gar nicht so wichtig. Es bringt auch nichts, da jetzt wie so eine Verrückte. Oh, wir haben dann ein bisschen Feuer. Oh, yeah, yeah. Ja, da muss ich von so einem trockenen Baum, das was Knossi hatte, das war wirklich perfekt. Nee. This is not happening. Freunde, um das Feuer kümmere ich mich gleich ganz in Ruhe. Es ist der zweite Tag, das bedeutet... Challenge. Die zweite Challenge. Einen Bogen bauen soll ich mir. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe hier echt... okay, also ich brauche auf jeden Fall irgendwas... für die Spitze. Ja, und wo ist denn mein Ziel? Und wie viele Versuche hat man? Muss ich gleich nochmal in Ruhe lesen. Ich glaube Unlimited wahrscheinlich, ja. Oder? Okay. Ich weiß nicht 100% oh, nee. Wie sehr ich meinen Fokus auf die Challenges... Oh, ich dachte, das ist ein Tränchen hier. Ich dachte, das ist ein kleines Tränchen, was rauskullert. Aber ich glaube nicht. ...legen werde, weil ich mir unsicher bin, das Ding wirklich zu gewinnen. Die 7 Tage will ich trotzdem durchstehen. Gut, ja. Smart. Ja, aber ich schaue doch mal. Ja, erstmal eine Kokosnuss reinjallern. Nova, smart. Nicht direkt auf die Challenge gehen, sondern erstmal essen, trinken. Es dauert immer mit meiner Axt ein bisschen länger, aber... Boah, ich kann da gar nicht hingucken. Pass bloß auf. Ich kann da doch gar nicht, ich will da gar nicht hingucken, Nova. Ich glaube, da ist nicht viel Kokosnusswasser drin. Umso glücklicher... bin ich. Also, Alter. So. Okay. Umso. Also, geil. Das war's auf jeden Fall. Aber umso glücklicher bin ich, eine Süßwasserquelle zu haben. Ja, safe. Vor allem mit ihrem Filter einfach rein damit, Junge. Weil ich wäre legit verdurstet,
Weil mit der Axt die Dinger aufzumachen, ist machbar, aber es ist unglaublich anstrengend. Ja, das glaube ich. Und reell betrachtet, könnte ich nicht mehr als 2 oder so aufmachen am Tag oder 3. Ich habe die Kraft dazu einfach nicht. So. Cheers. Muss immer gucken, die Energie, also sie macht sich wahrscheinlich auch nicht optimal auf, aber trotzdem, der morgendliche Start von Nova, sehr gut, Challenge, erstmal keinen Fokus drauf, essen, trinken, bliblablub, Feuer hat nicht geklappt, okay, ich bin gespannt, wie Sabrina geschlafen hat, wie sie aufgewacht ist, vor allen Dingen, ob ihr Shelter gehalten hat. Die erste Nacht ist überstanden. Oh, okay, sieht... Es ist geschafft. ...mäßig aus. Es hat sich ganz schön lange angefühlt, ich muss aber sagen, den Umständen entsprechend war sie sehr gut. Oh, okay. Also, okay. Ich habe super hart gelegen. Mir tat zwischendurch auch echt mein Rücken weh. Safe, glaube ich. Aber ich konnte ein bisschen dösen. Das ist gut, das ist gut. Ich habe in der Nacht meinem Shelter ein kleines Upgrade gegeben. Ich habe nämlich mir hier und da noch Palmblätter dran gehangen, einfach weil, so wie weil von der Seite die ganze Zeit Wind kam und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch der Wind so ein bisschen geschnitten wird. War auch der Fall, ich hatte das Gefühl, es war dadurch nicht mehr ganz so heftig. Geschlafen habe ich die ganze Nacht so mit der Cappy auf dem Kopf. Aber smart, smart gegen Mücken und so. Smart. Unter die Jacke so ein bisschen überall hingestopft. Okay, ja. Ja, ansonsten gefroren habe ich nicht. Es war zwischendurch, wenn der Wind so stark war, so ein bisschen fröstelig. Aber das war überhaupt gar kein Problem. Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, das Feuer so ein bisschen ausglühen zu lassen. Okay. Heute ist auf jeden Fall der Plan, dass ich dieses Shelter hier upgrade, weicher bekomme, dass ich ganz viel Materialien hier drauflege. Muss auf jeden Fall. Da tut mein Rücken schon weh, wenn ich das ansehe. Regenfall dicht bekomme. Achso, und zum Thema Regen. Es hat nicht dolle geregnet. Es hat wirklich nur ganz, ganz tröpfchenweise geregnet. Ich glaube aber, dass Richtung Meer doch ein bisschen mehr Regen war, weil ja, ich habe so ein bisschen Bäume über mir. Ich habe schon darauf geachtet, dass es keine Kokosnüsse sind. Ja, und ich habe das Gefühl, es hat schon ein bisschen stärker geregnet, nur ich war halt durch die Bäume geschützt. Das war ganz gut. Ich bin übrigens mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil wie man sieht, mein Splitter im Daumen. Oh ja. Ich dachte, ich habe den... Der ist eingewachsen, der ist noch drin. Der hat sich unter der Haut verabschiedet. Rausgezogen, aber der scheint noch drin zu sein. Ja, ich hoffe nicht, dass sich das entzündet. Warten wir mal ab. Das sieht echt wunderschön aus hier, dieser Spot, auch der Shot gerade. Sieht gut aus. Schön. Also Sabrina hat gut geschlafen auf jeden Fall. Deutlich besser als Nova, was aber wahrscheinlich auch gar nicht so schwer war. Auf Wasserfilter ähnliches wird hier natürlich auch wieder verzichtet. Ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, ob man sich irgendwie hier dazwischen legen kann. Das ist und dann so da oben einfach so ein paar Querstreben durch die Windgeschützt Steine. Windgeschützt halt und so ein bisschen ist, ja. Einfach so ein kleines Bett sich bauen, dass man dadurch so ein bisschen erhöht liegt. Aber ich glaube, so ganz optimal ist das nicht. Schwierig, ja. Guck mal. Das ist so ein bisschen Otto-like, ne? Sogar eher fast ein bisschen more Fabio-like sogar. So eine kleine Mini-Höhle. Boah, ich finde das gar nicht schlecht eigentlich hier. Ich finde den Spot gar nicht kacke eigentlich. Ah, okay, ja gut. Ach krass, hätte ich kein Süßwasser an meinem Standort, könnte ich das trinken. Also ich würde auch deutlich lieber dieses Wasser hier nehmen. Aber es ist halt unconvenient da. Ja, schmeckt gut. Bestes Süßwasser. Ich finde den Spot gar nicht kacke, Mann. Cool. Leider ein bisschen zu nass zum Schlafen. Ja. Aber irgendwie ganz gemütlich. Ich habe jetzt gerade schon angefangen, hier die Schnüre so ein bisschen frei zu schneiden. Geil. Weil ich finde, dass die rote
eigentlich ganz gut passt. Richtig OP. Aber auch übrigens da wieder diese Stacheln. Es ist insane. Alles will dich dort töten. Junge, holy shit. Ein paar Sandmückenstiche habe ich doch abbekommen. Boah. Und jetzt, ja, versuche ich hier einfach so ein bisschen das frei zu knoten. Ist ganz meditativ. Dass ich dann hier eben einfach ein bisschen mehr Schnur habe. Vor allem gleich für den Bogenbau habe ich mir das gedacht. Okay, ist smart. Sieht gut aus. Bam, oh geil, mit so einer Kiste rumlaufen. Geil, guck mal. Schön einkaufen gewesen. Ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach einem... Oh, ich höre schon gruselige Musik. Ich habe Angst, dass hier gleich ein Crocodile auf uns wartet. Geraden Ast, der sich so ein bisschen biegen lässt. Dazu muss ich wahrscheinlich frisches Holz verwenden. Hört ihr auch diese gruselige, leichte Musik? Verwenden. Aber irgendwie werde ich nicht so richtig fündig. Aber es ist so schön hier. Ich bin so begeistert. Da wartet doch ein Crocodile gleich. Also wenn ich die Tage ein bisschen mehr Zeit habe, ich spüre das doch. Dann werde ich mir das hier vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken. Ich glaube, dann würde ich allerdings den Fluss lang gehen. Ey, man muss so aufpassen, dass man sich hier jetzt nicht aus Versehen festhält, weil dann hast du echt Stacheln im... Das wollte ich gerade auch sagen, dieses Festhalten, wenn man sich abrutscht oder so, das ist tödlich, ja. Okay, kein Kopf da. Okay, das wird also für den Bogen quasi. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob dieses Stück Holz hier geeignet ist. Aber es ist einigermaßen gerade. Ich habe es jetzt von einem lebenden Baum nehmen müssen, weil das biegt sich halt ein bisschen. Totholz bricht halt sofort. Klar. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Schauen wir mal. Also ich werde jetzt mal anfangen, mich in Schatten setzen und erstmal einen Bogen bauen. Bei Sabrina male ich mir gute Chancen aus für einen guten Bogen. Sascha, wie geht's Sascha? Wie geht's dir? Oh. Ja, Sascha! Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen! Wie geht's euch, Freunde? Ich hab richtig gut gepennt. Ja, das, was Knossi vorletzte Folge an Unterhaltung gebracht hat, ist jetzt Sascha so. Alle so, oh, zerbissen, mein Rücken, oh, gar nicht gepennt, ganz wenig, schlimmste Nacht, kurz gedöst. Sascha, oh, einen wunderschönen guten Morgen und direkt wieder, man ist in einem neuen Sascha-Huber-Video gelandet. Das Power-Workout geht gleich los, Freunde, holt euch eure Sportmatte raus, let's go. Na, war nur Spaß. Oh! Es war. Achso, okay, ey, sorry. Okay, ich nehme alles zurück. Sorry, Mann. Ja, wie soll ich sagen? Es ging. Aber okay. Es sind schon, ja, es sind schon sehr spezielle Nächte da. Also, okay. Ich habe trotzdem die Laune scheint noch zu sein. Die Regenjacke an. Die andere Jacke habe ich in der Nacht irgendwann ausgezogen, weil die war ständig feucht. Hm. Obwohl es nur zwischenzeitlich mal ein bisschen geregnet hat. Das Gewitter ist Gott sei Dank vorbeigezogen, also richtig die Blitze und so. Es hat leicht genieselt, aber die andere Jacke war die ganze Zeit nass und deswegen wurde mir viel, viel zu kalt. Deswegen habe ich hier nur die Regenjacke an und die andere hängt da hinten. Ja, schlecht sind mir auch lauter Moskitos ins Gesicht geflogen, deswegen hatte ich auch hier das Teil zu, da hier die ganze Zeit. Aber Sascha ist besser aufgewacht, als ich dachte. Also konnte ich so eben perfekt atmen. Aber ja, perfekt atmen ist halt ein bisschen relativ, weil es regnet, also leicht nieselt es, dann ist das natürlich auch extrem hart geworden. Ah, mein Bett hat es richtig niedergedrückt. Ja, man sieht es echt krass. Das war ein bisschen hart. Hier habe ich schon meine Kokosnuss vorbereitet, hier zum Frühstücken, was natürlich ein Träumchen ist. Und aber Sascha ist so, sprichst du von guter Laune und Energie? Immer in der Hand und jetzt überlege ich gerade, ob das nicht ein großer Fehler war. Oh, seht shit. Ihr, wie viele... Die sieht aus wie die von Fritz. Die sieht aus wie die von Fritz und das ist kein gutes Zeichen. Was da jetzt drauf ist. Krass. Seht ihr das? Das ist insane. Scheiße! Das ist nicht gut, Mann. So, mein Shelter. Was habe ich neu gemacht? Und zwar, ich habe einen Schutzwall aufgebaut gegen Krokodile. Ja, das ist dieses also wirklich, ich weiß nicht, wer Sascha vorher diese ganzen Gruselgeschichten erzählt hat, aber alle 10 Minuten rede ich über Krokodile.
Der Mann hat echt Angst davor, aber verständlicherweise auch. Aufgestellt. Ich will es nicht runterspielen. Ich wäre genauso schlimm. Das Teil habe ich von da ganz hinten geholt. Immer so gerollt. Also ja, Gott sei Dank habe ich schon das eine oder andere Worker durchgezogen. Deswegen ging der her, weil der ist halt echt mächtig. Der sieht richtig mächtig mich aus, perfekt. Ja. Da ist mein Kopf, müsst ihr euch vorstellen, wo jetzt die Kokosnuss ist. Guck, die kann da jetzt, sag ich mal, nicht so leicht drauf, weil ich liege dann da vorne. Ja, da so hoch und eher nicht. Da seitlich hatte ich das Problem, das kann perfekt da hoch und dann hat's mich. Aber jetzt durch dieses zweite Teil hier, safe. Also das kann ich so hochkraxeln, oder? Dachte ich mir. Sascha, ja, aber smart, so er soll sich wohlfühlen. Geht auch nicht, da spießen die Dinge noch ein bisschen so raus, super. Da ist auch schwierig, also um die Ecke. Und da geht's ein bisschen runter überall. Also vielleicht kommt's da gar nicht erst hoch. Ja, und der hier geht so schräg weg. Und da ist noch frei, das heißt, es wird da vielleicht runterfahren oder keine Ahnung. Ja, ist halt für mich wichtig, um gut zu schlafen. Heute will ich versuchen, mir da irgendwie ein Dach zu bauen. Oh, okay, Dachbau, okay. Architekt war noch keiner da, so viel kann ich euch sagen. Da ist mir noch nichts genaues. Aber wirklich, gute Laune und er sprießt vor Energie, der Mann. So, geil. Ist jetzt endlich trocken da. Na, es geht. Aber komplett trocken ist, ja, doch. Kalt, aber trocken. Ja, aber sobald ich es anhabe, ich schwitze ja so viel da mit der Luftfeuchtigkeit, ist sofort nass. Das heißt, in der Nacht echt nur mit der Regenjacke, es wird kalt, es wird wirklich kalt. Ja. Hier übrigens meine Schlafposition auch während der Nacht, nämlich ich habe ja hier eine extrem lange Regenjacke mitgenommen und so liege ich dann da. Oh. So, komplett. Das ist eines der süßesten Sachen, die ich in meinem Leben je gesehen habe, glaube ich. Ach man, bitte, lass das einen Twitch-Emote werden. Och, Sascha, du bist der süßeste Mensch der Welt. Wie süß ist das denn gerade? Das ist einfach, das wärmt mein Herz auf, Junge. Eingerollt. Natürlich, jetzt schaut es besser aus beim Arsch und so. Ist dann vielleicht ein bisschen offen, aber... Süß. So süß, ich würde sogar fast Süßwasser sagen. Boah, scheiße, den Reißverschluss. Bitte, habe ich jetzt den Reißverschluss kaputt gemacht. Naja. Na. Also Hängematte, Biwaksack, wäre natürlich ein absoluter Traum. Und ich habe so gedacht, boah, scheiße, was mache ich da mit nur einem Gegenstand? Ich bin so dumm. Aber jetzt? Jetzt feiere ich's. Jetzt feiere ich's, dass ich schon mal den ersten Tag geschafft habe mit nur einem Gegenstand. Hätte ich schon mal überlebt. Einen Tag und eine Nacht. Und auch halbwegs gut überlebt. Also auch Schlaf bekommen. Ja, dann starten wir in den neuen Tag. Kokos muss jetzt mal essen. Und dann machen wir eine Challenge auf. Geil. Ich habe gerade gesehen, dass meine Süßwasserquelle da reinfließt und da unten jetzt mit Wasser tief ist. Muss jedes Mal slightly schmunzeln, wenn Fritz, wollte ich schon sagen, wenn Sascha Süßwasser sagt jetzt. Das heißt, ich nehme natürlich das Wasser von da unten, weil, ja, habe ich schon einen natürlichen Wasserfilter. Ja, durch das ganze Kies, Steine und so weiter. Ja, doch, smart. Schnappe ich mir natürlich das Wasser da, so weit unten wie möglich. Ja, ist schon krass. Geh mal einfach mal Wasser holen am Morgen und zu Hause drehst du einfach den Wasserhahn auf. Ah, uns geht's eigentlich allen so gut. Ja, scheiße. Man muss echt mal wieder mit den kleinen Dingen. Da wird man gegroundet nochmal. Ein Bett, allein wenn du schon ein Dach, wenn du jetzt im Bett liegst und du hast ein Dach, ein Betondach über deinen Kopf oder viereckig zu von allen Seiten, dass das kein Kopf rein kann. Das oder ist schon Wind Luxus, oder Regen. Ja. Ist ja schon mal ein Traum. Sich sicher Wasserhahn fühlen. Aufdrehen. Die zwei wichtigsten Sachen da für mich auf der Insel. Naja. Aber da ist auch ein Traum. Drei solche Teile sollte man am Tag trinken. Das kann ich jetzt super auch beobachten, wie viel ich trinke hier mit dieser, was wird das sein? 2 Liter? 2,5 Liter Bottle? 3 Liter fast schon, würde ich sagen. Ich würde sagen, das sind fast 3 Liter vielleicht schon. 2,5, aber ja doch 2,5. In diesem Sinne, Mahlzeit. Rein damit. Geil. Boah, Kokosnuss. Boah, hoffentlich finde ich noch mehr Kokosnüsse. Das ist ein absoluter Traum. Ey, bei Sascha echt der Morgen richtig gut. Er sprießt vor Energie, dem Mann geht's gut, Mr. Fliege ist auch am Start. So, und dann natürlich der tägliche Formcheck. Viele von euch haben meinten so, ja Sascha, sehr interessant zu sehen, wie viel baust du ab oder nimmst du ab in dieser Zeit an Muskulatur. Und ich glaube, das wird sehr wild werden. Ich habe so einen Kalorienbedarf von 3.000, 4.000 Kalorien. Das ist wirklich krass. Muskeln verbrennen extrem viel Energie, brauchen sehr viel Sauerstoff. Ja, also klar. Dass es zum Muskelabbau kommen wird, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber dafür auch die Definition des Todes. Naja, auf alle Fälle, ja, jetzt haben wir natürlich kein perfektes Licht. Kommt von vorher, nicht von oben, also kein Anaboles. Sascha, aber, Junge. Ja, so ein kurzer Formcheck. Obwohl ich jetzt überhaupt keine Energie habe. Ja,
Halber Wettkampf noch kurz hier. Halber Wettkampf, Junge. Ja, aber kann sich vielleicht einfach so ungefähr vorstellen. Ich werde versuchen, morgen da ungefähr wieder zu stehen. Keine Ahnung, ob man da einen Unterschied erkennt. Und vielleicht ein bisschen näher noch. Das ist ihm echt wichtig gerade. Das ist Sascha wirklich wichtig gerade nochmal hier. Sonne wieder weg, schwierig. Okay, ja, ey. Wir behalten es im Auge. Wir werden sehen, Sascha. Danke dir. Joris. Bei Joris bin ich jetzt sehr gespannt wieder, weil Joris hatte so einen guten Shelter noch. Er hat noch die halbe Nacht das Dach gebaut. Ich bin gespannt. Ja, mir geht's super, mir geht's echt gut. Ich frag mich, wie es den anderen geht. Ich glaube, bei Joris top scheinbar. Ist noch gar keiner raus. Bei Joris. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich den anderen ja auch gut geht. Weil ich sag's, wie es ist so eine geile Aussicht, ne? Da hinten krass. Der Ozean. Joris geht's echt gut? Man hat die ganze Zeit. Keine Probleme bis jetzt. Irgendwie die Chance, Wale zu sehen und sowas. Also ich kann mir echt vorstellen, dass alle anderen Teilnehmer zum einen noch dabei sind. Das auf jeden Fall. Und gerade richtig glücklich am Strand sitzen. Na, manche mehr, manche weniger. Aber all in all, joa. Knossi bisschen Probleme, Nova bisschen Probleme, okay. Aber all in all, joa. Ja? Vielleicht. Oh, Friends, mein Akku von der Cam ist leer. Ich werde den ganz kurz changen, eine Sekunde. Okay, weiter geht's. Jetzt haben sie nicht viel geschlafen, aber ja. Ey, geil. Es ist einfach geil. Joris geht's echt wunderbar. Der Mann hat gefühlt 8 Stunden Tiefschlaf gehabt, ist ganz gechillt. Ja, mir geht's gut, hey, ein paar Wale geguckt, noch Aussicht ist top. Geil. Ich habe so viel Schnur gestern noch gefunden. Zusätzlich zu der, die ich gestern schon gefunden hatte. Geil. Gestern Morgen nach dem Strand. Also wirklich Schnur brauchst du nicht mitnehmen. Ja, ich habe aber auch schon gesehen, dass in der Nacht einige Flipflops auf dem Wasser getrieben sind und einige Wasserflaschen. Das heißt, meine erste morgendliche Challenge wird jetzt erstmal sein, einfach mal kurz den Strand ablaufen. Looten, weil bisschen looten. Ich dachte nicht, dass es so krass ist, aber es wird tatsächlich alle paar Minuten irgendwas angespült. Mhm. Das ist verrückt. Also ich bin den kompletten Strand jetzt einmal abgelaufen. Ich habe nichts gefunden, was mir irgendwie extrem weiterhelfen würde. Okay. Was aber auch daran liegt, dass ich alles schon habe, was ich brauche. Also von daher, ich kann mich nicht beschweren. Jetzt habe ich für heute nur Mission Feuer. Mission Feuer ist immer noch schwierig, aber sobald ich Feuer habe, ergeben sich ganz viele weitere Ziele. Denn, ich sehe gerade, die Wolken werden wieder relativ dunkel. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wie gestern wieder vorbeiziehen oder ob es jetzt wirklich stürmt und... Ich glaube, an diesem Tag wird es richtig doll schütten. Und ich glaube, da wird auch die Szene mit du musst hart sein, wenn der Dschungel weint, kommen. Ich glaube, es wird richtig, richtig unangenehmes Wetter werden. Call ich einfach regnet. Mal. Ich muss mich nachher vielleicht noch ein bisschen darauf vorbereiten. Aber, ja, sobald ich Feuer habe, kann ich mir Wasser abkochen, ich kann mir Essen machen, ich habe alle Möglichkeiten und darauf sollte ich hinarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt sofort mache. Challenge öffnen und mich dann wahrscheinlich kurz waschen, weil ich fühle mich widerlich. Ja, das glaube ich. Ich würde mich auch eklig fühlen. Schwitzig, nass. Salz, es ist komplett. Ich war jetzt gerade kurz im Meer baden. Mhm. Man kann seine Sachen nirgendwo liegen lassen. Es ist unglaublich. Das Problem? Die Insekten, die freuen sich über die Salze, die in der Kleidung drin ist. Alles voller Ameisen. Mein T-Shirt ist das stelle ich mir richtig eklig vor. Weiß nicht warum. Aber das ist zum einen trocken und zum anderen einfach gut. Jetzt gerade könnte ich anziehen wieder. Aber meine Jacke ist voller Ameisen. Oh, widerlich. Wasser sieht immer noch unglaublich klar aus. Darüber bin ich echt dankbar. Magenprobleme habe ich Stand jetzt keine großen. Okay. Ein bisschen rumgepupst, vielleicht? Nichts Besonderes, ne? Okay. Also nichts, was mir jetzt Sorgen bereiten würde. Das heißt, das Wasser kann ich noch ein bisschen weiter trinken. Auch der Sonnenaufgang hinter mir ist es einfach... Es sieht echt schön aus, also Aussicht. Das macht so glücklich. Das freut mich. Also Joris ist der Einzige, der so richtig die Aussicht richtig doll appreciated, den das so... Ich glaube, es gibt ihm voll viele, so das so zu sehen. Pfeil und Bogen. Das Problem befindet sich immer hinter der Sehne. Gut. Dann begeben wir uns auf. Erst einmal brauche ich meine Machete. Wäre nicht schlecht. Die Machete holen und danach gehen wir Palmwedel sammeln und schauen, ob die dick genug sind. Joris hat direkt einen Plan, Wenn er weiß direkt. Wenn die Palmwedel nicht hinhaut, habe ich Alternativen. Joris, die Alternativen sind zum einen das Holz, das hier wächst. Leider, ich habe es gestern schon grob getestet, es ist nicht wirklich flexibel. Aber wir haben hier
ein feines Stück Bambus. Dieses Bambusstückchen könnte mir taugen. Ich muss es spalten und zu einem relativ dünnen Stück machen, dann könnte das ein richtig geiler Bogen werden, weil dieses Bambusstück noch sehr trocken und flexibel, also frisch ist. Ja, das ist es. Na, sowas habe ich gesucht. Der ist zwar auch verlöchert, aber noch nicht so krass. Ich denke, hieraus kann ich was basteln. Ich bin echt gespannt. Ich habe den Bambus jetzt zurück zum Shelter gebracht und merke gerade, dass ich die Prioritäten komplett aus den Augen verloren habe. Ich muss Feuer machen. Feuer. Denn Feuer gibt mir gerade alles. Dieser Bambusstab gibt mir wie viele Punkte? 7. Ist okay, nehme ich nachher. Aber... ich würde auch direkt, Feuer. Ey, Challenge würde ich auf jeden Fall jeden Tag probieren, aber erstmal Essen und oder Shelter oder Feuer oder Kleidung oder keine Ahnung, das, was halt gerade am wichtigsten ist. Weil wenn das Feuer brennt, dann geht's ab. Also ich bin jetzt gerade hier und an meinem Shelter. Da haben wir das Shelter, da ist der Sonnenaufgang, die steht schon relativ hoch. Und ich mache gerade ein bisschen so ein Fire Pit, ein bisschen Windschutz. Kleines Geäst, was ich irgendwie pyramidenförmig aufstaple. Und ich weiß, ich habe gerade so ein bisschen so einen Down. Also die ganze Zeit ging es mir super. Ich habe ja Trinken, ich habe ja eigentlich alles. Aber das ist echt krass, das Thema Feuer macht mir so Sorgen, weil es hat gestern nicht geklappt. Wie schnell das gehen kann. Meiner Meinung nach perfekten Bedingungen. Wie schnell das gehen kann. In Deutschland unter wesentlich schlechteren Bedingungen Feuer anbekommen. Und aber das ist so ein Dorn bei ihm im Auge. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Der ihn runterzieht. Das Problem ist, ich kann jetzt auch nicht googeln. So, hey. Ach so, ey. Ach, Jochen, ey. Jetzt, wo du es sagst, ich wollte gerade sagen, guck doch bei WikiHow einfach, wie macht man Feuer? Joris, Mensch, was wäre ich ohne dich? Wie mache ich am besten Feuer, wenn ich in den Tropen bin? Ja. Oder gibt es da irgendwie Trick 17, den ich beachten muss? Das du brauchst heißt, einfach geilen Zunder, Junge. Ich muss jetzt einfach Feuerholz sammeln, trocknen. Und es ist frustrierend. Also ich habe mich gerade beim Gedankengang erwischt, dass ich das erste Mal dran gedacht habe, einfach Code Yellow zu drücken. Einfach so. Krass, echt? Krass, okay. Also es war wahrscheinlich nur so eine Wolke, Gedankenwolke, die so aufgekommen ist, die er aber weggelassen hat. So. Ich finde es cool, dass er das offen und ehrlich so erzählt, aber krass, hätte ich nicht gedacht. Einfach abgeholt zu werden ins Hotel, so einen schönen Mojito schlürfen. Aber... okay, beim Mojito hat er mich überzeugt. Ich war eben die ganze Zeit, dachte ich, nee, aber jetzt so ein Mojito, da würde ich jetzt auch gelb drücken hier, sag ich, wie es ist. Aber es ist so einfach. Also es wären theoretisch einfach nur so zwei Knopfdrücke. Da merke ich, ich muss den Knopf noch drücken. Den grünen. Aber es sind nur zwei Knopfdrücke. Und dann, eine Stunde später, wären die Jungs hier und Mädels und könnten mich abholen. Ja, ich glaube, das ist dieses Verlockende so. Ich könnte sofort wieder in der Zivilisation sein. So ein Knopfdruck entfernt. Und das ist wirklich, also natürlich beiß ich durch, ne? Aber es ist so verlockend. Ja, genau, das was ich gerade meinte. Mir geht. Es ist so verlockend, du weißt, du einfach kannst zu sagen, komm, bam. Doch. Ja, doch. Ja. Jetzt heißt es für mich Feuerholz sammeln, die ganze Pyramide ein bisschen größer machen und dann Abfahrt. Sorry. Joris braucht einfach guten Zunder. Er braucht einfach geilen Zunder, Junge. Einfach, er braucht diesen Knossi-Zunder. Der war geil, diese die Luft ist gerade ziemlich trocken und zieht relativ gut. Das heißt, mein Feuerholz dürfte noch ein kleines wenig nachtrocknen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was gesammelt, da hinten liegt noch mehr. Ja, das wird jetzt aufs Feuer gebracht. Okay, Joris klingt wieder ein bisschen more excited. Zunder sieht sehr ich gut hoffe aus. Echt, okay, der Zunder sieht geil aus. Der Zunder sieht richtig geil aus. Ich hoffe echt für ihn, dass das Feuer jetzt angeht, das braucht der Mann. Der Mann braucht jetzt ein geiles Feuerchen. Noch mal ein bisschen was oben drauf. Der Mann braucht der jetzt... dieses Feuer. Wenn es klappen soll. Ja. Viel hilft viel. Mehr ist mehr, genau. Der Mann braucht jetzt echt Feuer. Ich würde es ihm so gönnen. Mentally wäre das richtig wichtig jetzt für ihn. Bitte. Ja. Ja, puste. Mach einen Pustekuchen, Junge. Es geht einfach nicht an. Egal wie ich es versuche. Es tut mir echt leid für ihn. Ganz kurz. Aber weil das wäre für ihn mentally so big jetzt. Sau schwierig. Wirklich sehr schwierig. Kacke. Mir gehen auch ein bisschen die Ideen aus, weil das hier, mein Zundermaterial, das hier ist Watte. Das hier ist im Endeffekt wirklich Watte. Ja. Das ist ja ein perfektes Setup eigentlich. Ich habe hier drin Watte, ich habe schöne Luftzüge. Sieht eigentlich noch. Not bad aus, ja. Ich habe es schön aufgebaut.
eigentlich ist das so, wie es da ist, doch ziemlich, ziemlich gut. Ja, sieht noch fett aus. Ist ja immer noch meine Nummer 1 Priorität. Das darf ich ja gar nicht aus den Augen verlieren. Und wenn ich da jetzt eine Stunde dran sitze, ich darf einfach nicht so schnell frusten. Ich glaube, einfach weiter versuchen und sowas. So blutende Finger, Abfuck, ja. Fehlende Hautlappen, Schwielen und sonst was, einfach ignorieren. Einfach, er muss dranbleiben, weil das, selbst wenn es jetzt allgemein gesehen das Feuer vielleicht nicht super wichtig ist, für ihn ist es wichtig und mentally vor allen Dingen. Rein damit, ja, rein. Feuer hat wieder nicht geklappt. Frustrierend, schade, aber so ist es nun mal. Heißt, ich muss mich jetzt an den Shelterbau machen. Ich bin beim Thema Feuer aber nicht untätig, denn ich habe ja unglaublich viel Zunder zwar gefunden, aber der glimmt ganz kurz, geht aber auch sofort wieder aus. Okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er halt einfach noch zu feucht ist. Deswegen habe ich den jetzt hier in diesen Stahltopf gelegt. Okay, das ist smart. Und da drin, naja, reflektiert alles, es wird sehr warm. Ich hoffe, dass das dazu reicht. Den Zunder zumindest mal trocken zu kriegen. Und wenn der Zunder eine gute Flamme fängt und ich gut puste, dann dürfte das restliche Feuer hoffentlich in der Theorie kein Problem mehr sein. Och Mann, ich bin traurig, wenn Joris diese Folge kein Feuer mehr anbekommt. In der Theorie ist dieser wollartige Zunder aber auch so entflammbar, dass er selbst bei einer gewissen Feuchtigkeit noch funktionieren sollte. Hm. Also die Theorie ist hier wirklich nicht ganz das Wahre, sag ich mal. Mal schauen. Ich muss gucken, woran es liegt. Ich habe jetzt auch noch so ein paar Abschabungen gemacht von Totholz. Auch hier, sowas nehme ich immer wieder mit. Das ist Vogelgefieder. Sehr feinfaserig. Ey, stimmt, ich habe gerade darüber nachgedacht. So, man könnte auch so ein Nest looten, einfach von so einem Vogel. Aber wäre auch ein bisschen ehrenlos, ne? Aber so Eier, imagine, du hast so geile Rühreier da auf einmal, Junge. Müsste mit ganz Krabben oder so. Boah, geil. Reichen. Ja, je mehr, desto besser. Zunder ist gerade so das, wonach ich suche. Aber tatsächlich suche ich jetzt auch parallel dazu nach passenden Palmwedeln. Denn das Shelter ist noch nicht fertig. Ich sollte es jetzt aber fertig bekommen, um auch nachher einen Schattenplatz zu haben. Deswegen, Shelterbau. Rein da. Okay. Otto, wir haben alle auf Otto gewartet. Gib mir Otto-Content. Hi. So, das war eine Nacht. Wie geht's dir? Boah. Giga-Chat. Sonnenbrand ist auf jeden Fall vorhanden. Ewig lange. Pechschwarz natürlich hier, weil es so früh dunkel wird, so spät hell. Ja. Geschwitzt wie sonst was. Ich bin echt gespannt, wie die Tage laufen. Weil ich kann fast nur nachtaktiv sein bei dem Wasserbedarf. Jo. Hier so sieht er mal das Bett, wie ich es aufgebaut hatte. Einfach muss sagen, ohne Polster. Wasserflaschen. Ein bisschen ist da drin, nein. Jo. Oben festgebunden. Also, das hat von der Konstruktion gut geklappt. Aber ich müsste gucken, dass es noch ein bisschen kuscheliger und weicher wird für Rücken und allem. Dann könnte das klappen. Wasser stand heute Morgen bis da vorne in Bäumen. Okay. Ich kann es nicht gut erkennen, aber ich bin noch ein gutes Stück erhöht. Aber das Wasser kommt hier echt gut nach hin. Ja. Ich finde meine Höhle klasse. Safe. Geiler Spot auf jeden Fall. Geiler Spot. Kokosnuss sehe ich doch auch hier schon direkt ready. Otto ist auch gut dabei, Junge. Jetzt brauche ich nur noch einen Kamm. Aber ich habe auch schon welche gefunden. Ich habe schon welche gesehen. Ich weiß aber nicht mehr. Nova auch. Krass, dass echt alle das gleiche finden. Flipflops, Kämme, irgendwelche komischen, also Plastikflaschen sowieso, aber so Schaumstoffteile haben wir auch schon mehrfach gesehen. Jetzt auch noch Kämme. Das wäre mal eine geile Frage an euch. Ich habe Zahnbürsten gefunden, Kämme gefunden. Würdet ihr sowas benutzen? Kamm ja, Zahnbürste nein. Simple as that, Junge. Kamm ja, Zahnbürste nope. Also klar, Zahnbürste ist schon hardcore. Gebrauchte Zahnbürste aus dem Meer vom Strand zu finden. Nee. Würdet ihr benutzen oder nicht? Nee, Bro. Ich bin hart mit mir im Ring. Was macht man dazu? Kamm ja. Mach ich Feuer an und koch die aus. Weiß nicht, ob die sich dann alles lösen. Legt man die Sonne, Meerwasser. Nee. Zahnbürste bin ich raus, oder Bro. Oder bastelt man sich was aus Holz? Ja. Zahnbürste bin ich raus. Kamm bin ich dran. Tag 2, Otto. Geil. Jetzt verstehe ich auch, warum alle hier schon kräftig Bogenschießen geübt haben vorher. Anscheinend. War das zu erraten? Gut. Ich weiß schon. Da weiß ich nicht, was da für Insider-Infos rausgeleakt worden sind hier. Was ich als Ziel nehme, was hier rumfliegt,
Und ich werde damit jetzt gleich anfangen. Und ich glaube auch, bevor ich mir eine Kokosnuss zum Essen hole. Und ich habe immer noch keinen Hunger, muss ich sagen. Da hat er das als Belohnung quasi. Ich hatte auch einen kleinen leichten Sonnenbrand verliegen gestern. Und ich möchte vor allem damit fertig sein mit dem Bogen, bevor hier die große Mittagssonne rauskommt. Denn okay, das ist nichts für mich. Denn wir haben für die Challenge nur Zeit bis zum Sonnenuntergang. Meine Zeit beginnt hier wir eher wissen, 18. Otto schafft es. Wir wissen, Otto schafft es. Die Herausforderung wird natürlich sein, jetzt ein Stück Holz zu finden, was elastisch ist, groß genug, um diesen Pfeil weit. Jetzt wird es interessant. Je tiefer Otto reingeht, desto näher kommt er den potenziellen Krokodilen. Die haben wir, wie gesagt, gesehen. Behind the Scenes von Dave gucken. Guckt meine Reaction gerne. Vorgestern hochgeladen worden. Da haben wir gesehen, bei Otto Spot sind zwei Krokodile in den Mangroven. Haben wir gesehen. So, die haben da gechillt einfach. Und jetzt laufe ich gerade bei mir an einer ganz anderen Stelle lang, ein bisschen weiter weg, da wo diese Flussmangroven anfängt. Da wo die Krokodile zu sehen waren, Junge. Oh mein Gott, werden wir jetzt hier Crocodiles sehen? No way. Ich. Otto. Mangroven sehen trocken aus. Vielleicht können wir hier The Crocodog sehen. Krass, sieht ganz anders aus. Oh shit, wir wissen, die sind da. Hier. Schau dich mal an. Ich weiß nicht, ob das hier zeigt wird. Oh mein Gott. Schön die Mangroven erkunden hier. Oh mein Gott, wir hören schon diese Musik. Wir hören schon diese Musik und wir wissen, wie gesagt, da sind Krokodile. Da hinten ist dieser Spot, wir haben es in der Doku gesehen, da hinten ist das. Vielleicht finden wir hier was Passendes. Das ist halt noch viel weiter rein. Krass. Knochen okay, ohne Ende. Das geht aber gar nicht. Hashtag Robot. Krass. Klär mich auf, das sind Haifische. Lol. Das sind Haiköpfe. Lol, das sind actually Haiköpfe. Oh mein Gott. Ich hab's gerade gesagt, wie gesagt, da hinten, die Krokodile waren zu sehen. Also jetzt noch nicht in dieser Folge, aber im Behind the Scenes. Ja. Da haben die Krokodile das einfach gesnackt. Den hier auch nicht. Das sieht aus wie so ein Hammerhai oder so. Breiten. Da liegt noch einer im Wasser. Ja. Wie wir sehen können. Da, ja. Da hinten noch einer. Ja, da sind die Krokodile am Werk. Krass. Das sind ja nicht nur ein paar. Das sind einfach richtig viele. Das waren bestimmt so, keine Ahnung, 10 Köpfe mindestens, die wir jetzt auf einen Schlag gesehen haben. 10 tote Haie. Geht gar nicht. Und jetzt wird Otto auch bewusst, hier sind wirklich Krokodile am Werk. Neben dem ganzen Müll auch noch das. Das ist krass. Ganz kurz, wir werden natürlich noch das Ende schauen einmal. Wird am Ende noch irgendwas eingeblendet? Wir müssen immer bis zum Ende schauen, das ist ganz wichtig. Es wird nichts mehr eingeblendet, oder? Nee. Okay. Es wird nichts mehr eingeblendet. Okay. Aber eine unfassbar geile Folge. Holy shit. Am Ende wurde Otto wirklich einmal reell bewusst. Fuck, Mann. Hier sind wirklich um die 10, vielleicht ein Dutzend Haiköpfe, die einfach hier rumliegen. Und er war in den Mangroven. Er hat ja gesagt, okay, Crocodile-Gebiet. Und dann wirst du einfach von so toten Haiköpfen empfangen. Das ist wirklich krass. Ich bin super, super, super gespannt auf die nächste Folge. Ich fand die erste Nacht richtig cool. Also alle haben es irgendwie auf jeden Fall besser überstanden, als ich dachte. Ja, ich bin super, super gespannt, wie sie den Shelter aufbauen. Knossis Situation mit diesem Splitter entzündet es sich. Es sieht schwierig aus in seinem, also mit dem Stock, der vielleicht noch drin steckt in seinem Fuß. Ich hoffe echt, dass der Mann gut durchzieht, Bogenbau vielleicht weglässt und einfach auf die wesentlichen Sachen konzentriert. Ich hoffe so für Joris, dass er sein Feuer anbekommt, weil sonst ist der Mann gebrochen, glaube ich. Das sieht nicht gut aus. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Shelter-Situation bei Nova, ganz klar. Der hat ganz beschissen geschlafen. Otto hat sehr gut geschlafen, der war zufrieden. Ja, ansonsten Knossi muss Shelter auch irgendwie nochmal gucken mit dem Wasser. Ich bin gespannt bei Fritz, was er zu der Bogenbau-Challenge auch sagt. Super geile Folge gewesen. Ich freue mich super, super doll. Wir werden am Sonntag natürlich zusammen um 18 Uhr hier wieder pünktlich sein. Ansonsten, je nachdem, die Folgen von Dave kommen ja eigentlich auch immer mittwochs online für die Doku oder Mittwoch, Donnerstag, je nachdem. Wann die Folge von Dave online kommt, sehen wir uns natürlich da auch wieder zu der Behind-the-Scenes-Folge. Es macht mir unglaublich Spaß. Danke, dass ihr alle am Start seid. Und dann würde ich sagen, ja, droppt wieder gerne eure Meinung, eure Reactions, eure Kommentare in die Kommentare. Ich lese wieder alles und bin ganz fleißig dabei, euch zu antworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, habt einen wunderbaren Tag, bleibt alle so fresh und gut aussehen natürlich wie immer und ciao.